Kurz hoch. Okay, ich muss weg. Irgendwo steht meine Unterkunft. Aber wo? Hier ist mein Das ist ziemlich eine coole Unterkunft. Hallo zusammen, ich bin Remo. In diesem Video mache ich wieder ein größeres Projekt. Ich war gerade hier draußen übernachten mit Ausrüstung. Habe gerade mein Feuer abgemacht, habe es mit Wasser gelöscht und es hat geraucht, aber da es Nebel hat, ist das kein Problem. Höchstens, man riecht das Feuer, aber man kann es nicht orten. Mein Projekt, das ich heute Morgen will anfangen, ich sage anfangen, weil es wahrscheinlich mehrere Tage dauert, mal schauen, wie ich vorankomme. Jedenfalls wollte ich das schon lange machen. Ich nenne es ein Ghost Shelter oder ein Scout Shelter. Jedenfalls, es ist eine Unterkunft, die ich bauen will, aber nicht einfach eine normale Unterkunft, sondern eine, die eigentlich nicht existiert. Für die Theorie und Informationen, das werde ich am Schluss machen. Zum Verstehen, was ich überhaupt vorhabe, nur kurz, damit man überhaupt rauskommt. Ich will eine Unterkunft bauen, aber nicht eine Unterkunft erhöht, sondern unter der Erde. Meine Unterkunft wird nicht sichtbar sein. Sie wird nicht erhöht sein. Sie wird nicht auf dem Boden sein, sie wird unter dem Boden sein. Also es wird eine Art Loch, eine Art Grab. Und das ist eine mega bekannte und mega gute Unterkunft. Vor allem, wenn man halt wirklich nicht gesehen werden will oder darf. Und ja, da bist du einfach voll weg. Und dieses Projekt will ich jetzt machen. Ich fange jetzt an. Wie gesagt, eine Unterkunft unter der Erde, Ghost Shelter, und ich werde für den Bau werde ich Ausrüstung verwenden. Ich werde jetzt nicht ein Szenario simulieren, wo ich komplett Überlebenssituation, sondern eher, ich habe Ausrüstung und kann mich schön vorbereiten. Und eben, ich gehe jetzt in ein Gebiet und baue mir so eine Unterkunft für dann ein Projekt oder eine Mission oder sonst was. Also das Erste, was ich jetzt machen muss, ist natürlich ein Gebiet suchen. Ein Ort, wo ich meine Unterkunft baue.
Das habe ich bereits gefunden. Hier. Wichtig ist, dass man, also es ist ja nicht gerade die beste Jahreszeit, um jetzt so eine Art Unterkunft zu bauen, weil der Boden ist ja ziemlich hart, es ist kalt, aber man kann sich das nicht aussuchen und darum muss man das zu jeder Zeit bauen können. Natürlich ist Schnee und Sand und weiche Erde natürlich viel besser, aber eben, wenn man muss, dann muss man das halt. Und eben, ich habe mir hier dieses Gebiet ausgesucht, weil es hier eben ist. Wobei, das spielt keine Rolle, weil ich kann ja das ausgleichen mit dem Graben. Aber trotzdem, dann ist ganz wichtig, dass es keine dicken Bäume hier hat, weil die haben ja Wurzeln und die würden mich stören. Also schaut, dass es möglichst kleine Bäumlein hat, die stören nicht. Ja, und viel mehr muss man nicht haben. Eben wenn man jetzt keine Ausrüstung hat, muss man sich halt zuerst einen Grabstock bauen und sonst was. Aber da ich Schaufel habe, geht das natürlich schneller und einfacher. Okay, also ich habe den Platz, das ist schon mal gut. Jetzt werde ich Architekt spielen. Das heißt, wie immer, wenn ich eine Unterkunft baue, werde ich hier vorne dran stehen und werde überlegen, wie das jetzt aussehen soll. Und ich habe mir natürlich schon viele Gedanken darüber gemacht, über die Unterkunft und Pläne gemacht und alles. Aber ich werde euch das jetzt auch zeigen. Ich habe hier mal eine kleine Skizze gemacht. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen, kommt ihr besser draus. Das will ich machen. Das ist nur Theorie. Wie es dann in der Praxis ist, das ist dann wieder etwas anderes, aber okay, ich möchte, das ist hier der Boden, ich möchte eine Art Grab machen, also nicht so groß, aber eben eine Unterkunft im Boden. Und die sollte dann so aussehen. Ich werde hier liegen, hier ein kleiner Balkon, hier auch. Hier kommen dann die Äste drauf vom Deckel. Also es gibt ein Loch und es gibt einen Deckel. Zwei Sachen gibt es. Und der Deckel sieht so aus, dass ich 2 Meter lange Stangen nehme und dann das hier vergittere. Der Deckel besteht aus 2 Teilen. Einen größeren Teil, der fix montiert wird, und einen kleinen Eingang, wo ich dann hineinschlupfen kann und dann den Deckel zumachen kann. Dann brauche ich eine Rettungsdecke und Schnur. Und so sieht das halt dann aus. Und jetzt muss ich dieses Material suchen gehen. Das ist aber überhaupt nicht schwer, weil hier wo ich bin, hat es mega viel Totholz und hier wurde mega viel gefällt, also der halbe Wald wurde gerodet und da liegt einfach alles herum. Ja. Und dadurch ist das natürlich mega einfach und auch wieder schnell. Das ist gut, weil man sollte ja seine Unterkunft dort bauen, wo es schon viel Material hat. Das spart Zeit. Und Zeit ist mega wichtig. Hier liegt alles rum. Das ist sehr nützlich. Und gibt mir natürlich auch noch eine zusätzliche Tarnung. Jetzt gehe ich Material suchen. Ich werde eine Säge verwenden und mein Messer. Was ich jetzt brauche, sind 2 längere für die Firststangen. 2 längere und ganz viele so. Ob man jetzt totes Holz nimmt, also tot, muss schon stabil sein, oder junges absägt, oder hier was man nimmt, kommt je nach, was du willst. Ich will jetzt schon ein längeres Projekt haben. So eine Art, eine Unterkunft für längere Zeit. Und ich will schon, dass das lange hält. Und ich baue das, dann ist das zu. Und ja, es ist einfach eine Unterhöhlung in der Erde. Der Deckel ist ja wieder drauf. Du siehst dich um und du siehst einfach nichts. Dabei liegt dort jemand drin und hat schön warm und trocken und alles.
Und das ist mein Ziel. Ich will das bauen und dann ist das hier. Und egal was ist, das ist hier. Es ist eine Unterkunft und dann gehst du einfach rein und dann bist du weg. Du existierst nicht mehr. Du bist einfach weg. Also und darum möchte ich stabile Äste haben. Junge Äste, also einfach das, was hier ist, aber schon stabile, so dass man übertriebenerweise drüber laufen kann. Ja. Okay, also Äste suchen und bearbeiten. So eine Unterkunft unter der Erde, da gibt es ja mega viele Möglichkeiten. Und zum Beispiel hier ist eine. Das ist eine Vertiefung. Eine natürliche Vertiefung. Und die wäre natürlich auch okay. Da würde ich mich einfach reinlegen mit einer Bodenisolation. Und dann würde ich schön die Unterhöhlung eben machen mit Hölzern. Dann alles Laub drauf, Tarnen und dann würde das auch gehen im Notfall. Aber dieser Baum, das ist alles dunkel und das zieht wieder Blicke rauf. Und ich will eigentlich von den Blickfängen will ich weg. Aber wenn man jetzt in einer Überlebenssituation ist oder jetzt einfach muss flüchten oder so, dann bietet das natürlich einen guten Schutz an, weil man muss nicht graben. Es gibt im Wald viele solche Orte, wo man theoretisch einfach Sachen drüber machen könnte und dann wäre man weg. Vor allem hier in diesem Gelände, wo alles einfach umgekippt ist und tot ist und alles, da ist man schnell mal weg. Aber eben, ich möchte ein richtig schönes Projekt machen mit der Unterkunft unter der Erde. Ich bin hier im Gebiet, wo ich ein Hochbett mal gebaut habe. Das war im Sommer und da habe ich viele gute Äste benutzt. Hier sieht man noch die Überreste. Ich habe es jetzt zerstört. Da lagen viele junge, gute Äste und die habe ich jetzt genommen, weil die kann ich gut gebrauchen für meine Unterkunft. Ja, logisch, das ist natürlich auch wieder Zeit sparen, aber es ist so eine Art Recycling. Anstatt jetzt hier alles abzusägen und so, nehme ich gerade das und kann es für ein neues Projekt benutzen. Ja. Also eben nochmal, dass ich es gesagt habe. Ich verwende jetzt Ausrüstung und nehme gute Sachen. Wenn ich jetzt wirklich in einer Überlebenssituation bin, dann nehme ich irgendein Loch oder grabe mir höchstens noch ein paar Zentimeter in die Erde und nehme morsches Zeug, nehme einfach das, was ich habe. Dann kannst du nichts sägen oder so, dann musst du einfach das nehmen, was du hast. Aber das geht dann auch, solange du dann richtig tarnst und so. Aber mein Shelter sollte jetzt ein Langzeitversteck sein. Ich habe jetzt hier mal das zusammengesammelt. Hier habe ich viele Äste, sag ich mal, für die Breiten. Und da habe ich diese zwei langen Firststangen. Alles gutes, starkes Holz. Ich werde das jetzt zu meinem Lager bringen. Also ich habe jetzt alle Äste transportiert und habe hier schon mal ein schönes Bündel. Wahrscheinlich muss ich nachher noch mehr absägen und sammeln. Hier werde ich meine Unterkunft bauen. Der Ablauf ist so. Zuerst werde ich mir ein Gerüst bauen,
Das heißt, ich werde mir mein Dach zusammenbauen. Ich werde hier diese Hölzer nehmen, dann ein Gerüst formen, dann mit Schnur umwickeln und festbinden. Danach werde ich eine Rettungsdecke drüber machen und somit ist der Deckel fertig. Dann werde ich die Oberfläche meiner Unterkunft ausstechen und den Boden auf den Deckel drauf machen. Dann muss ich das Loch graben. Wenn ich das Loch gegraben habe, muss ich die Erde irgendwo wegmachen, nicht hier herumliegen lassen, sondern weg. Dann habe ich ein Loch und den Deckel. Danach kann ich eine Bodenisolation machen und dann kann ich den Deckel drauf machen und kann rein und den kleinen Deckel auch noch drauf machen. Und dann tarnen noch und dann ist fertig. Okay, fangen wir an. Das erste, was ich machen muss, ist das Gerüst bauen, das Dach. Diese Äste, diese breiten Äste, die sind etwa 1 Meter breit oder 90 Zentimeter. Wie ihr hier seht, bin ich so. Das heißt, ich möchte auf jeder Seite noch ein bisschen Platz haben. Und dann das Loch ist ja so und dann die Balkone, wo dann der Deckel drauf liegt, das muss ja auch noch Platz haben. Und darum nehme ich etwa 90 cm. Das heißt nicht, mein Loch ist 90 cm, sondern mein Loch ist etwa so. Und diese Teile liegen dann auf dem Balkon. Die Masse, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. So dick ihr wollt, so morsch ihr wollt, alles egal. Hängt nur davon ab, was wollt ihr. Wollt ihr eine Unterkunft, die mega lang hält und wirklich eine lange Unterkunft, wo stabil ist? Oder wollt ihr einfach nur 2 Tage irgendwo untertauchen? Der lange First, der ist noch nicht hundertprozentig abgestimmt, weil ich weiß noch nicht genau, wie lang das sein soll. Jedenfalls, es muss mindestens so lang sein wie ich, das ist klar, damit ich reinpasse. Hier habe ich auch einen stärkeren Ast genommen, einen dicken, weil das muss ja halten. Ich werde jetzt das Gerüst und den Deckel bauen. Wie ihr hier seht, habe ich hier die 2 Firststangen. Aber ich muss etwa hier absägen, weil dieses Teil hier, das ist der untere Teil, der wird dann fixiert. Und ab hier, das wird mein Deckel. Der kann dann auf die Seite geschoben werden, sodass ich ein- und aussteigen kann. Also hier etwa absägen. Und dann gibt es eigentlich 2 Deckel, einen langen und einen kleinen. Wichtig ist jetzt einfach, dass ich jetzt ein bisschen sauber arbeite. Das heißt, die Äste und die Stangen sollten immer etwa gleich lang sein, sonst passt das später nicht in die Schablone. Was ganz wichtig ist, was ich noch erwähnen muss, ist, wenn man arbeitet, darf man ja keine Spuren hinterlassen. Man darf nichts aussehen lassen, als wäre hier jemand am Arbeiten gewesen. Und wenn ich jetzt hier bei meinem Unterkunft, wo ich meine Unterkunft bauen will, wenn ich jetzt hier arbeiten würde, würde das eine Riesensauerei geben. Schnitzereien, diese Flocken, dann Sägespänen vom Sägen und einfach alles und hunderte Fußspuren überall und alle führen genau dorthin. Das ist ja dann mega blöd. Da kannst du noch so getarnt sein, wenn einfach hier der ganze Wald schreit, boom, hier ist er, dann ja, ist das einfach blöd. Und darum muss man von Anfang an, vom ersten Ast, den man aufhebt, überlegen, oh, was mache ich überhaupt hier? Alles voll Spuren und die führen genau dort zum Lager. Also nimmt man, also ich nehme jetzt immer den gleichen Weg, zu meiner Unterkunft. Ich gehe keinen anderen Weg. Ich gehe immer nur diesen Weg. Weil am Schluss, wenn ich fertig bin, gehe ich dann wieder genau diesen Weg zurück und werde von Anfang an dann von dort aus diese Spur vernichten, tarnen, optisch und natürlich auch Geruch.
Geruchstarnung. Durch irgendwie Kot, Tierkot, Urin von anderen Tieren und einfach alles vernichten. Und man kann natürlich auch von Anfang an seine Beine und seine Schuhe mit Tierkot und richtig mit intensiven Geschmäcken, also zum Beispiel irgendwie Gewürze oder so. Ja, aber das ist eigentlich auf das, was man mega achten muss, das habe ich vergessen zu sagen. Dass man von Anfang an schauen muss, wo laufe ich hin, was fasse ich an, was breche ich ab und alles, das ist noch mega schwierig, weil man muss immer darauf achten, was man jetzt macht. Denn jede Spur führt dann zu deinem Camp. Okay, also immer den gleichen Weg nehmen und ganz am Schluss dann diesen Weg abtarnen und die Geruchstarnung nicht vergessen. Ja, so viel zum Weg. Danach wegen dem Arbeiten. Alles, was ihr holt, Geäst, Hölzer und alles, das müsst ihr von Weitem holen. Also 50 Meter, das reicht. Und zwar nicht alles an einem Stell, sondern von überall ein bisschen. Und dann immer wieder zurück und dann den Weg wieder gehen. Ja. Und bearbeiten und sägen natürlich alles vor Ort und gerade mitnehmen. Weil wenn du ein riesen Gebüsch hast und dann das hier so schleppst, das hinterlässt einen riesen Schleif durch den Wald. Ja. Es gibt noch viel über das Thema, eben Spuren verwischen, Spuren wegmachen. Aber das Beste ist, gar keine Spuren zu machen. Darum von Anfang an richtig schauen, was man macht. Ja. Eben, ich habe jetzt die Hölzer hier schön gefunden vom letzten Projekt. Das ist schön und gut. Es ist nicht jetzt alles hundertprozentig so, wie ich es eigentlich machen müsste. Aber eben, es ist ein Trainingsvideo. Aber nur damit ich es erwähnt habe, eben alles, was ihr sucht, hinterlässt Spuren. Und wenn ihr diese Spur, wo ihr gemacht habt, tarnen möchtet, dann hinterlässt ihr nochmals eine Spur von dort, wo ihr das genommen habt. Also alles gibt eine Spur, alles. Und man muss es einfach so machen, dass alles ein bisschen wieder normal aussieht. Ja, also nehmt alles von weit weg, geht immer den gleichen Weg und vergesst am Schluss nicht, alles wieder zu normalisieren. So viel zum Spuren verwischen und so. Ich werde jetzt, wie gesagt, das ein bisschen nicht perfekt machen. Ich werde natürlich schauen, dass ich nicht beim Lager jetzt mega arbeite und so. Schon ein bisschen weiter weg. Aber ja. Gut, weiter geht's. Dieses Thema Spuren verwischen und so, das ist ein komplettes Thema für sich, das ist mega groß. Und ich will jetzt überhaupt auch nicht in das eingehen. Eigentlich gehört das mega dazu, zu diesem Projekt. Aber das wäre so quasi ein eigenes Video. Das müsste man separat anschauen. Weil sonst würde das viel zu lange gehen. Ich wollte das einfach nur erwähnen, dass man das noch bedenkt. Dass man kann noch so ein getarntes, cooles Camp bauen, wenn alle Spuren genau dorthin gehen. Das bringt gar nichts. Also weiter geht's. Ich habe jetzt hier meine Firststangen bearbeitet. Hier liegen sie. Wie ihr seht, habe ich hier zwei kurze Teile und die zwei längeren. Das wird der Deckel. Und jetzt werde ich diese Äste da drüber machen und dann festbinden. Diese Stangen müssen aneinander liegen, damit es erstens mal stabiler ist und zweitens, damit die Erde nicht durchgehen kann. Zwar habe ich eine Rettungsdecke dann, aber ja, wenn die bricht, dann kommt die Erde hindurch und somit machen wir hier zu.
Wie immer wird das nicht so wie im Überlebensbuch, sondern hier draußen ist alles anders. Die Äste sind nicht kerzengerade, sondern sie haben leichte Biegungen und das muss man einfach hinnehmen und ja, improvisieren und das Beste draus machen. Ich habe jetzt schon ziemlich viel. Ich werde jetzt aber nochmals einige Stangen benötigen, damit ich hier das zu Ende machen kann. Es sieht jetzt mega breit aus, aber das Loch, wo ich drin liege, dann, das wird niemals so breit. Das wird vielleicht die Hälfte. Ich brauche nicht mega Luxus. Du musst einfach Platz haben. Aber diese Teile da, etwa hier, genau dieses und dieses, das liegt dann auf der Erde drauf, damit es einfach stabiler ist. Wegen dem Thema Spuren machen, das was ich hier mache, ist eigentlich ein No-Go. Ich arbeite hier beim Lagerplatz. Das alles müsste ich irgendwie dort hinten bauen. Und wenn das Dach fertig ist komplett, dann müsste ich es hier hintragen und genau aufs Loch und fertig. Also so wenig arbeiten, wie es geht hier. Aber das ist alles Zeit. Es braucht so viel Zeit, alles zu tarnen und auf alles zu achten. Und ich habe mir jetzt gesagt, es ist ein Trainingsvideo für mich. Und eben das Thema Spuren verwischen ist ein eigenes Thema. Und das Thema Unterkunft bauen und das Thema Spuren verwischen, das musst du dann einfach nur zusammen machen und dann ist gut. Aber ich werde jetzt in diesem Video zügig arbeiten und möchte euch ein schönes Lager zeigen, also eine gute Unterkunft. Und das Thema Spuren, das werde ich jetzt vielleicht nicht so richtig anschauen und auch nicht so zeigen, aber das ist eben mega wichtig. Nur, dass ich das nochmals gesagt habe, weil eben, das geht eigentlich nicht. Ja. Ich werde jetzt auch hier herumlaufen und sägen und hier, von überall werde ich kommen. Ich werde jetzt das alles vernachlässigen, weil es halt einfach Zeit braucht. Und ich möchte jetzt eine gute Unterkunft bauen und das Thema Spuren, das ist ein eigenes Thema. Okay. Wichtig ist einfach alles gut abmessen. Das heißt, ich nehme hier ein abgemessener, tue ihn hier ran und dann weiß ich, ich muss hier sägen. Ich habe jetzt hier den unteren Teil fertig. So, alles mit Ästen. Jetzt werde ich hier noch den Deckel machen und danach kann ich das befestigen. Das Gerüst ist jetzt komplett. Ihr seht, zwei Teile, hier das längere und hier mein Deckel. Jetzt werde ich das mit Schnur. Jetzt werde ich das mit Schnur befestigen. Mist. Eine Treibjagd. Okay, ich muss weg. Ist ein gutes Training.
Eine Trabjagd kommt genau auf mich zu. Oh shit, ich sehe sie schon. Okay, das Projekt wird verschoben. Ich mache morgen weiter. Das kann man so stehen lassen. Alles versorgt. Und jetzt muss ich gehen. Oh Mann, eine Treibjagd. Aber voll in mein Gebiet. Ah, shit. Ich muss gehen. Es sind keine 100 Meter hinter mir. Also, ich habe mein Projekt. Es ist sowieso ein Mehrteiler, weil es ist einfach viel Arbeit. Aber ich breche jetzt ab, weil hier findet gerade eine Treibjagd statt. Der ganze Wald ist voll mit Treiber und Jäger. So, ich habe mich schnell getarnt. Das ist auch noch eine coole Hütte. Die ist aber nicht von mir. Also, das Projekt Ghost Shelter, Scout Shelter, wird ein mehrteiliges Projekt. Das wusste ich schon von Anfang an. Aber eigentlich wollte ich noch ein bisschen weiterarbeiten. Aber
wurde gezwungen, also von mir selber, dass ich hier für heute Pause mache und morgen weitermache. Weil unerwartet ist hier eine Treibjagd, das wusste ich nicht. Und war ein gutes Training gerade für mich, also ich habe es gerade als Training angenommen. Ja, die Treiber habe ich laut gehört. Es geht dann nur ums Prinzip, das muss man dann nicht genau so bauen, aber ich will einfach ein Musterbeispiel zeigen oder bauen. Ja. Und das fordert halt Zeit und die nehme ich mir. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen weitermachen, aber gezwungenermaßen habe ich jetzt hier abgebrochen und mache später dann weiter. Weil hier in der Region ist jetzt eine Treibjagd, das wusste ich nicht. Ich darf dort schon sein und das bauen und alles. Aber ja, das ist ja gefährlich und darum mache ich hier Pause. Es war gerade ein gutes Training. Und darum, wenn ich jetzt alles herumliegen gehabt hätte und alles offen und gemütlich und so, dann wäre ich immer noch dort. Und dann wären sie voll in mich hineingelaufen. Und so bin ich innerhalb von 2 Minuten weg. Also ist es mega wichtig, immer bereit sein. Das muss nicht jetzt gerade irgendwie, wenn man ein bisschen getarnt unterwegs ist, das kann ja auch irgendwo auf einem Campingtrip sein. Man muss einfach seine Sachen wissen, wo die sind und dann schnell packen und los weiter. Jedenfalls, das ist okay. Ich habe meine Sachen genommen. Ein paar Sachen habe ich dort liegen gelassen und kurz getarnt, weil sie einfach zu schwer und zu grob sind. Da wäre ich aufgefallen. Und dann kann man das schnell tarnen. Ja. Okay, dann geht es am nächsten Tag weiter. Bis später. Und was auch noch wichtig ist, man sollte auch wenn man noch so getarnt unterwegs sein will oder einfach nicht gesehen werden will, darf man schon Kleider anziehen, wo man will. Grüne Kleider oder sogar Tarnkleider. Aber man sollte immer mindestens eine Schicht normale dabei haben, so wie diese. Oder wenn es extrem ist, sogar noch blau. Das kannst du drunter haben. Die habe ich ganz drunter gehabt, weil sie ja auffällt im Wald. Aber jetzt bin ich schnell aus dem Wald. Sofort auf den Weg. Sobald du auf dem Weg bist, bist du ein einfacher, normaler Wanderer. Aber sobald du ab vom Weg gehst, go, musst du schauen, was du machst. Also du darfst natürlich, aber ja, einfach so grob gesagt. Und darum ab vom Weg und schnell umtarnen. Dann ist Tarnkleider keine Tarnung mehr. Im Gegenteil, kontraproduktiv. Sondern dann musst du diese normale Kleidung über alles dran ziehen. Ja. Natürlich, der Rucksack ist nicht gerade der beste jetzt, aber kannst nicht alles haben. Beim Rucksack kannst du zum Beispiel eine normale Trekkinghülle, orange oder blau oder rot, mit einer guten Marke, wo normal ist, nehmen und dann bist du der Normale. Ja. Eben, es gibt mega viele Arten von Tarnung. Okay, also eben, das Projekt Ghost Shelter, Scout Shelter, ist bis jetzt okay.
Ich habe jetzt den Platz habe ich ausgewählt. Dann habe ich die Äste gesammelt, alles drauf gemacht. Der nächste Schritt wird dann sein, alles festbinden. Und dann ist mal der Deckel bereits fertig. Ja, aber ich nehme mir Zeit, denn ich möchte ein gutes Projekt machen. Ich bin kein Jäger, aber ich war schon mehrmals auf einer Treibjagd. Und somit weiß ich eigentlich, wie es läuft. Was mega wichtig ist. Denn wenn ich weiß, wie dieser Prozess abläuft, kann ich auch genau die richtigen Gegenmaßnahmen machen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Wenn ich weiß, dass die Treiber so laufen, weiß ich ganz genau, wie und wo ich laufen muss. Und ich weiß auch, wo ungefähr die Jäger stehen könnten. Und das hat mir jetzt geholfen. Zum Glück sehen die so aus wie Leuchtmännchen. Es sind mega viel. Es ist eine große Treibjagd. Zum Glück schreien die Treiber so oder jaulen und schlagen mit den Stöcken gegen Hölzer und so. Also damit sie das Wild in die Jäger treiben. Wenn sie das nicht machen würden, wenn sie leise gekommen wären, dann wäre das ziemlich dann hätte ich sie spät gehört, weil ich bin mit der Kamera am Reden und bin voll beschäftigt. Und das ist eigentlich ein mega Problem. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich mega wach. Also alles ist offen, Sinne und ich weiß alles. Aber wenn ich mit Kollegen unterwegs bin, dann bist du am Reden, am Packen, am gemütlich machen und so, dann bist du begrenzt auf diese 10 Quadratmeter und alles außen. Da kann jeder kommen. Also wenn sich einer ein bisschen auskennt, der kann ohne Probleme kommen. Und das ist auch, also das haben wir schon ein paar Mal getestet. Wenn jetzt wir mehrere sind, die unterwegs sind und die einen sind schon da, reden miteinander und plötzlich steht der eine hier. Ja, also es ist nämlich nicht ganz so schwer, unbemerkt Neumann hinzugehen im Wald. Es ist nicht mal so schwer. Obwohl es alles laut macht und also obwohl das Laub Geräusch macht und alles knackst. Aber wenn du dann mal beschäftigt bist oder etwas grabst oder hier etwas hackst, dann hörst du nichts mehr. Also, das ist die Gefahr, wenn man mit jemandem unterwegs ist. In einer Gruppe oder wenn man einer Beschäftigung nachgeht, die Konzentration erfordert, dann bist du schnell mal fokussiert hier und vergisst alles. Und in gewissen Situationen musst du halt dann wach sein, auch in einer Gruppe. Ich habe auch einen Jäger getroffen, habe mit ihm ein bisschen geredet. Sind alle mega nett, aber das ist halt ja in anderen Ländern wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber da würdest du eher Probleme bekommen, wenn du irgendwie weg vom Weg bist. Aber hier in der Schweiz ist das finde ich positiv. Ja, schön in der Natur, mit den richtigen Worten und richtigen Verhalten erreichst du dann viel. Ich wurde herausgetrieben. Aber ich habe sie zuerst gesehen und konnte schön gehen. Hallo zusammen. Okay, ich bin wieder hier. Nächster Morgen. Der Wald lebt, überall höre ich Geräusche. Aber ich mache jetzt weiter. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Ich habe gestern alle Äste geschnitten und hier hingelegt.
Und jetzt kommt eigentlich der nächste Schritt. Jetzt tue ich es mit der Schnur befestigen. Wie ihr seht, es ist ziemlich kalt. Aber ja, nicht die beste Jahreszeit für diese Unterkunft, aber wie gesagt, man muss sie zu jeder Zeit können. Und wenn man sie hier kann, dann kann man sie überall. Ich muss nicht jeden einzelnen Ast befestigen, weil dieses Teil, das lange, das wird ja dann fix befestigt und mit dem Boden verwachsen. Das heißt, ich muss einfach das jetzt ein bisschen sichern. Der Deckel, der wird dann hin und her geschoben, den muss ich besser befestigen. So, ich habe jetzt alles befestigt. Das muss nicht bombenfest sein. Es muss einfach die Stangen auf den Firststangen halten. Hier, das habe ich ein bisschen stabiler gemacht, weil das muss dann immer wieder hin und her bewegt werden. Okay, den Deckel, der ist schon mal gut so. Das Gerüst steht. Ich habe ein großes Teil und einen kleinen. Jetzt habe ich das aufgestellt. Es ist nicht optimal, weil das Gestell ist jetzt eigentlich gebaut, um zu liegen. Mit der Schwerkraft ist das dann stabil. So ist es ein bisschen wackelhaft, aber das geht schon. Ich habe das jetzt einfach aufgeklappt, damit ich jetzt hier den Boden frei habe, um weiter zu arbeiten. Später wird dann der Deckel weiter bearbeitet. Das heißt, es kommt eine Rettungsdecke drüber und dann der Boden. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit dem nächsten Schritt. Was ich jetzt machen muss, ist, ich muss die oberste Schicht von der Erde muss ich lösen. Das heißt, etwa so viel muss ich vom Boden lösen und das schön auf die Seite legen. Denn der Trick ist so, ich darf die Oberfläche nicht beschädigen. Denn schlussendlich muss der Boden genauso wieder aussehen, wie es jetzt ist. Also es darf nicht aufgewühlt sein oder irgendwie frische Erde plötzlich ganz oben liegen. Das ist einfach nicht natürlich. Also meine Aufgabe ist es jetzt, zuerst einmal den Grundriss machen, zum Beispiel 2 auf 1 Meter, dann das Ausstechen und dieses Feld dann in Quadrate teilen. Und dann werde ich mit der Schaufel diese Quadrate, die dann etwa so sind und so dick, werde ich dann auf die Seite legen, damit ich dann später, wenn ich das Loch gemacht habe, den Deckel drauf machen kann und diese Erde dann genauso wie sie gewesen ist wieder drauf machen. So wie ein Kunstrasen. Ich rolle jetzt die Erde auf und lege sie dann wieder drauf. Okay, erster Schritt, Grundriss machen und dann mit Quadraten die Bodenoberfläche auf die Seite legen. Ich bin jetzt gerade an diesen Quadraten am Machen und habe jetzt mal einen genommen. Genauso werde ich das jetzt Quadrat für Quadrat auf die Seite legen.
Okay, Planänderung. Der Boden ist ziemlich lose und ja, trocken. Er ist fast gefroren. Und darum ist es schwer, ihn auf die Seite zu legen und nachher wieder so genau drauf zu legen. Und darum werde ich jetzt ein bisschen improvisieren. Ich werde jetzt hier die Rettungsdecke, werde ich hier über den Deckel machen. Und dann werde ich die Erde direkt drauflegen. Ja, so kann ich gewährleisten, dass die Erde so bleibt, wie sie ist. Die Rettungsdecke ist ein Schutz für mich vor der Erde, damit sie nicht auf mich fällt. Sie ist ein Wärmespender, also sie tut meine Wärme dann reflektieren in der Unterkunft und sie bietet Schutz vor Wärmebild. Silberne Seite nach unten. Denn die silbrige Seite reflektiert die Wärme. Okay, hier ist der große Teil. Die Rettungsdecke ist auf dem Gerüst. Da ist der Deckel, auch mit Rettungsdecke. Und hier dazwischen werde ich jetzt das Loch graben. Danach kann ich dann einfach das reinschieben und dann ist das perfekt. Also jetzt werde ich eben die Oberfläche werde ich jetzt nehmen und drauf machen. Wenn ich es oben links nehme, lege ich es auch oben links hin. Also ich fange jetzt ja hier an zu graben, dann werde ich zuerst mal den Deckel befüllen. Schön so und dann so. Dann bin ich hier, nehme das weg und lege das hier drauf. Ja, nicht perfekt. Es wird nicht perfekt, weil der Boden ist, ja, nicht perfekt. Es ist halt die Praxis, nicht die Theorie. Aber das spielt keine Rolle. Ich werde jetzt weiterarbeiten und am Schluss, wenn etwas komisch aussieht, kann man das alles noch abtarnen. Im Sommer ist das einfacher, weil es ist natürlich alles grün und dicht bewachsen. Hier im Winter ist halt alles kahl. Ja, da ist einfach, kannst du nichts tarnen. Da kannst du nicht einfach grünes Zeugs drauf machen, weil es hat ja nichts Grünes. Ja, aber ja, ich mache jetzt das so weiter. Jetzt kommt dann der große Boden dran. Dann tue ich das alles weg. Also ich nehme einfach hier den ganzen Boden, Oberfläche und mache es hier drauf. So wie beim Deckel.
Die Oberfläche vom Boden, wie ihr seht, ist jetzt weg. Ich habe das schön ausgeschnitten und etwa so eine Dicke da drauf gemacht. Ich habe nicht zu viel genommen, weil das ist doch ziemlich Gewicht dann, weil ich muss dann diesen Deckel dann rüberschieben. Sonst schaffe ich das nicht mehr. Jedenfalls, wie ihr seht, ist hier der komplette Deckel ziemlich verschwunden. Natürlich nicht perfekt. Und auch hier der kleine Deckel ist ziemlich weg. Und hier hat es natürlich jetzt eine Fläche. Da wird dann das Loch kommen. Der Deckel ist jetzt hier fertig. Der bleibt jetzt einfach hier und der kommt am Schluss dann drauf. Auch hier der kleine Deckel ist genau gleich bereit. Diese kleinen Stellen, wo die Rettungsdecke noch durchgeht, oder diese Löcher oder einfach diese komische Form und Farben, wo es jetzt hat. Also ja, man sieht die Umgebung, also dieser Boden und meine Decke ist ziemlich fast gleich. Logisch, hier hat es noch braune Stellen, das geht gar nicht. Aber das ist kein Problem, das kann man am Schluss dann alles schön abtarnen und verbessern. Hier ist mein Deckel, man sieht ihn fast nicht, das ist sehr gut. Hier der kleine Deckel. Kleine Deckel, große Deckel, die Fläche, wo ich das Loch mache. Da muss man seine Bremse ölen. Ein Mountainbiker. Jedenfalls, ich bin bis jetzt zufrieden, wie es läuft. Ihr seht, es ist ziemlich getarnt, das alles. So muss das auch dann sein. Der Feinschliff, der kommt dann am Schluss und dann bist du einfach unsichtbar, du bist weg. Okay, der nächste Schritt ist jetzt. Also den Deckel, den können wir so stehen lassen, obwohl er nicht perfekt ist, wie gesagt, das kommt dann später. Der Grundriss von meinem Unterkunft, der ist ja jetzt gelegt, wie ihr seht. Wenn er zu klein oder zu groß ist, dann kann man das kurz verbessern. Das spielt dann nicht so eine Rolle. Okay, der nächste Schritt, den ich machen muss, ist jetzt das Loch zu graben. Ich muss jetzt mir das Loch graben, damit ich dann reinliegen kann. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, es wird ein großes Projekt. Ich möchte es wirklich schön machen und gut. Und das braucht sehr viel Zeit. Gestern habe ich angefangen, heute habe ich wieder weitergemacht. Aber ich werde jetzt wieder fertig machen, denn seit ich hier am Graben bin, habe ich ein Gefühl, ein Bauchgefühl, ein Instinkt und sagt, okay, hier aufhören, alles abtarnen, geh. Ich weiß nicht. Ich habe nichts gehört, nur diesen Mountainbiker. Alles ist gut, nichts gesehen, nichts gehört, alles ist perfekt. Aber mein Instinkt sagt genau, also die ganze Zeit, geh weg, geh weg, geh weg. Tarne alles, geh weg. Und ich gehe jetzt, weil ich höre auf meinen Instinkt. Das hier wird ein Ghost Scout Shelter. Das heißt, es existiert gar nicht. Wenn ich hier 10 Stunden bin und weiß nicht, was mache. Logisch, ich bin leise. Das Einzige ist, ich rede mit euch. Aber eigentlich bin ich leise und ruhig. Denn, ja, es darf nicht entdeckt werden. Und darum tarne ich hier alles ab. Werde alles mit Laub, alles abtarnen. Und dann gehe ich. Wenn ich das nächste Mal wieder komme, weiß nicht, wann das ist. Aber ich kann da jederzeit wiederkommen. Und das ist kein Problem. Wenn ich jetzt das stehen lasse, ich habe mir einfach gesagt, ich muss einfach, wenn ich diesen Arbeitsschritt anfange, muss ich ihn fertig machen. Und das habe ich jetzt auch. Ich habe den Deckel, den kleinen Deckel und habe die Oberfläche weggemacht. Ja,
eben, ich werde jetzt alles abtarnen und dann werde ich wieder gehen. Wegen meinem Instinkt, weil so kann ich nicht arbeiten. Und so werde ich auch nicht. Und das Risiko, dass dann plötzlich jemand das sieht, was eigentlich egal wäre, aber trotzdem für mich als Training, ja, das will ich nicht. Und viel muss man gar nicht mehr machen. Das nächste Mal, wenn ich komme, muss ich die Erde wegmachen. Aber ich darf die Erde nicht einfach hier hinlegen, dann, weil die Erde, die kommt ja nicht wieder rein. Die Erde, die geht raus. Und wenn dann alles perfekt getarnt ist und dann ein riesen Erdhügel hier ist, das geht ja gar nicht. Also muss ich, ist ein mega Arbeitsaufwand, aber das muss ich, ich muss die Erde wegtransportieren. Das kann ich zum Beispiel mit dem Tarp dann machen. Ja, und das ist der nächste Schritt. Ich werde mir die Erde rausnehmen, sodass ich reinlegen kann und werde sie wegtransportieren und dort tarnen. Ja. Ich werde dieses Projekt Schritt für Schritt aufbauen und ich weiß, es ist nicht perfekt, weil eben das eine ist Theorie, hier, das ist Wald, das ist Wild. Hier hat es überall Wurzeln, Steinchen und die Erde geht nicht perfekt raus. Es fällt runter, weil es ist eiskalt und es ist einfach nicht perfekt, aber es ist okay. Und am Schluss dann, das ist dann der ganz wichtige Schritt, am Schluss dann muss ich dann einfach ganz gut das alles abtarnen und möglichst das Natur wieder machen. Und perfekt wäre dann, wenn es regnet und schneit und windet und das einfach alles zerstört wird. Also ich bin ja dann unten und das ist mir dann egal, aber die Oberfläche, die kann dann, die muss dann zerstört werden und verändert werden. Und dann bist du einfach weg. Dann bist du einfach weg. Also, wir werden uns das nächste Mal wieder sehen. Ich mache jetzt hier alles abtarnen und dann komme ich das nächste Mal wieder. Das ist schön weg, das sieht man nicht mehr. Hier eine leichte Erhebung und hier auch. Aber jemand, der überhaupt nichts weiß, für den ist das gar nichts. Kleidung machen, Leute. Hier einen Weg. Safe und offiziell. Gut. Es ist gut, dass ich gegangen bin. Ich hätte wahrscheinlich ohne Probleme weiterbauen können. Aber trotzdem,
Ich habe die ganze Zeit beim Boden wegmachen, habe ich die ganze Zeit gedacht, heute ist nicht gut, ich muss gehen. Aber dieses Projekt hat Zeit. Auch wenn ich noch 5-mal kommen muss. Lieber 5-mal für eine halbe Stunde und dann wieder weg, als irgendwie ein Tag, boom, alles durch. Weil wenn irgendetwas ist, also das ist jetzt alles Training. Wie gesagt, das ist alles okay. Aber für mich, fürs Training, ich komme lieber mehrmals hier hin und gehe dann wieder, als ganz lange Zeit hier. Denn wenn etwas ist, wenn jemand etwas hört, geht er dorthin, aber dann bin ich schon wieder weg. Und wenn ich dann länger dort bleibe, ja, ist klar, dass man dann das sieht. Und dann ist die beste Unterkunft wirkungslos, wenn einer weiß, dass dort etwas ist. Es wäre so ein schöner Tag, jetzt ist Morgen, jetzt kommt die Sonne raus, es ist blauer Himmel. Es wäre jetzt mega schön zum Bauen und... Ah. Aber... Das Bauchgefühl, Instinkt, ist nicht gut und... Ah, ich reg mich mega auf. Aber... Ja. Die Platzauswahl ist auch mega wichtig. Wenn man natürlich das Gelände auch noch nutzen kann zur Tarnung, muss man das unbedingt machen. Das heißt zum Beispiel eine erhöhte Wand und dann geht es runter, dann sollte man das dort machen. Zum Beispiel wie hier. Ich bin jetzt hier auf dem Weg. Da geht es rauf und meine Unterkunft ist weit, weit hinten, unten. Weil der Schall, also die Geräusche werden dadurch auch ziemlich gedämpft. Vorhin habe ich ein Reh herumlaufen sehen. Es hat mich nicht gesehen. Ich habe es gesehen, wie es herumgelaufen ist. Und für mich ist das ein gutes Zeichen. Denn wenn ein Reh herumläuft, denke ich, ist alles okay. Wenn jetzt jemand anderes da wäre, dann hätte ich durch das Reh das erkannt. Ich habe die Person vielleicht nicht gesehen, aber das Reh. Und ich sehe das Reh. Und wenn es dann stehen bleibt und ganz lange in eine Richtung schaut, dann ist für mich klar, da stimmt etwas nicht, weil sonst würde es ja weiterlaufen. Oder das Gleiche mit den Vögeln. Wenn alles ruhig ist, immer alles Nulllinie und plötzlich irgendwo 100 Meter weiter explodiert ein Vogel, also irgendwie der schreit und weiß nicht was, dann muss dort etwas sein. Das kann auch nur ein Fuchs sein oder sonst was, aber Ende und Out. Für heute. Ich bin wieder da. Es ist jetzt eine Woche vergangen. Hier ist der Deckel und hier das Dach. Ich werde jetzt gerade weiterarbeiten. Ich habe nur kurz meinen Rucksack weiter weggelegt und habe ihn getarnt. Und bin hier wirklich nur mit dem Nötigsten, sodass ich wirklich, egal was passiert, schnell weggehen kann. Okay, also das sieht schon mal gut aus. Ich werde jetzt die Tarnung schnell wegräumen und dann werde ich anfangen mit dem Loch zu graben. Weil das ist nämlich mein nächster Schritt und der wird auch ein bisschen dauern. Ich werde dazu nicht viel filmen und sagen,
Weil, ja, ich muss einfach ein Loch graben. Letzte Woche hat es hier noch weiße Flecken gehabt von der Erde. Aber jetzt, eine Woche später, hat die Witterung natürlich mir geholfen und es sieht eigentlich wie der Boden aus. Natürlich kommt noch eine gute Tarnung hinzu, aber das sieht schon mal gut aus. Die Umstände und die Witterung und einfach die Verhältnisse zwingen mich ziemlich zu improvisieren. Und ich gehe eigentlich ziemlich vom Plan weg. Mein Ziel ist es jetzt einfach nur noch das Ergebnis. So nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom und ja, schlussendlich bin ich in Rom. Der Umriss ist von hier nach hier. Das habe ich abgemessen. Die Breite und die Länge, die stimmt jetzt. Und ja, jetzt geht es nur noch in die Tiefe. Aber natürlich bin ich nicht so breit und ich will auch nicht so breit und nicht so viel Platz haben. Das kann man. Also du kannst jetzt die Unterkunft so breit machen, wie du willst. Oder wenn ihr zu zweit sind oder so. Aber ich bin jetzt alleine und brauche keinen großen Platz. Also werde ich mir schön etwa so breit wie meine Isomatte mir ein Loch graben. Also circa, ja, 1,5 Meter so. Die Erde, die ich jetzt hier rausnehme, die muss ich jetzt irgendwo weit weg tarnen gehen. Das heißt, ich muss die Erde irgendwo hinlegen, damit sie nicht auffällt. Und am besten ist das, wenn ich eine Höhle finde, also eine Art, einfach eine Art Grube, weil die ist ja so. Und wenn ich jetzt dort Erde reinmache und das später dann tarne, dann ist es wie eine Ebene. Also ich darf nicht eine Ebene finden und dann einfach einen Hügel machen. Ja, also ich muss die Erde einfach irgendwo hin tun. Und dazu gibt es mehrere Varianten. Ich nehme jetzt ein Tab. Aber ja, da fragt man sich wieder, okay, du hast ein Tab. Baust du dir dann so etwas? Ja, vielleicht. Weil das ist schon ziemlich etwas vom Besten, was man machen kann, wenn man halt nicht entdeckt werden will. Und ja, da musst du halt so etwas bauen. Okay, also ich werde jetzt die Erde werde ich auf mein Tab machen und dann werde ich das im Loch hineintun. Hier und hier sind die Balkone und nur hier grabe ich das Loch. Es gibt im Wald viele solcher Stellen. Da kann man sich einfach reinlegen und ein
Geästdach machen und dann Laub drauf, dann bist du auch weg. Aber dieser Baumstumpf zieht halt schon Blicke auf sich. Aber wenn man das auch richtig tarnen würde, anpassen würde, dann wäre man auch mega weg. Aber ich möchte jetzt in diesem Video halt ein spezielles Projekt machen, ein Scout-Pit, und ja, dafür muss ich halt ein Loch graben. Es gibt viele Vor- und Nachteile. Diese Form von Naturunterkunft würde mega schnell gehen und man würde auch gar keine Spuren hinterlassen, weil man ja nichts bauen muss oder fast nichts, keine Erde rausholen muss und so weiter. Ja, es wäre eigentlich schon mega gut. Aber ich möchte jetzt halt mein Projekt machen und das dort bauen und graben. Denn es gibt viele Vor- und Nachteile. Aber der Vorteil bei meiner Unterkunft, die ich jetzt baue oder grabe, die ist halt schon so, es ist halt eben und jeder, der hier ist, sieht Ebene. Und da gibt es nichts. Und du bist halt einfach da in der Ebene, wo viele gar nicht dran denken. Wenn ich jetzt suchen müsste, wenn ich eine Suchmannschaft wäre oder so, dann würde ich solche Sachen genauer anschauen. Solche Blickfängen. Dieser Baum, diese Höhle, diese Graben, dieses Gebüsch, das gibt alles Schutz. Das gibt alles Schutz. Und überall dort, wo man Schutz suchen kann, dort könnte jemand sein. Also würde ich dort suchen. Überall, wo es dunkel ist im Wald, hier würde ich hingehen. Hier würde ich hingehen. Überall, wo es dunkel ist, wo alles auffällt und einfach, da könnte ein gutes Versteck sein, da könnte er sein, dort würde ich suchen gehen. Genau so musst du denken. Also du musst eigentlich an Orten gehen, wo keiner dich erwartet. An Orten gehen, wo keiner hin will. Durch Dornen, durch Gebüsch, durch Dreck, durch alles. Und dort bist du dann sicher. Und ich probiere das jetzt einfach, mal schauen, wie das wird. Dieses Scout Pit und Ghost Shelter. Es ist definitiv eine Art Überraschung, weil keiner erwartet, dass da eine liegt. Weil da ist ja eben und alles sieht normal aus. Und das ist der Pluspunkt. Aber eben, solche Unterkünfte, Notunterkünfte, die sind super. Und wenn ich jetzt wirklich wenig Zeit hätte und weiß nicht was, dann würde ich natürlich so etwas nehmen. Es hängt immer von dem Szenario ab, von der Situation und ja. Aber ich möchte jetzt einfach diese Unterkunft bauen als Option. Wann und wo man das dann macht, das ist je nach Situation dann falsch oder richtig. Ich werde jetzt weiter an meinem Loch graben und werde immer wieder solche Mengen an Erde hierhin transportieren. Die Erde ist nass und sie ist mega schwer. Aber hier kannst du sehr viel Erde reinmachen und ein bisschen Laub drüber und dann ist das alles weg. Ja. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, irgendwie so eine Art, wieso arbeite ich überhaupt, wieso grabe ich ein Loch? Hier hat es ja schon ein Loch. Das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Weil das halt schon mega gut ist da. Man könnte sich schon ziemlich verstecken. Aber ich mache jetzt dieses Projekt und bin gespannt auf das Ergebnis. Ich bin jetzt hier am Graben und die Erde ist ziemlich fest, nass und schwer. Aber nach jedem Schaufel,
nach jedem Stück Erde, das ich rausschaufle, bin ich optimistischer, was die Unterkunft anbelangt. Wenn ich so weitermache, dann wird sie richtig gut. Aber was ich sagen muss ist, ohne Schaufel, hier in dieser Region gerade, null Chance. Da bist du ewig dran. Das bringt's nicht. Ja, es gibt mega viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und viele wichtige Informationen. Aber ich werde das alles am Schluss sagen, sonst komme ich hier nicht voran. Ich bin jetzt im Moment gerade nur hier und arbeite. Das Gute daran ist, ich bin tief, meine Stellung ist tief wegen dem Graben. Und ich bin ruhig, weil die Erde jetzt, die macht keinen Lärm mehr. Und so bin ich eigentlich physisch bin ich hier, aber psychisch und meine Ohren, die sind überall. Also eigentlich höre ich und schaue ich 360 Grad die ganze Zeit und grabe hier. Ja, es ist komisch. Es fühlt sich voll komisch an. Weil irgendwie, ja, du machst ein Grab. Also ein Grab für mich, eine Unterkunft, aber für jemanden, der sich nicht auskennt, ja, du machst ein Loch in die Erde von einer Form von Personen. Ja, super. Und das ist das, was irgendwie störend ist. Man könnte meinen, man macht ein Grab. Ja. Ja, es ist ja so, dass es ziemlich so aussieht, aber egal. Es ist zwar nur zu Trainingszwecken, aber irgendwie verhalte ich mich ziemlich jetzt wachsam und jederzeit bereit, um alles zu tarnen. Und natürlich musst du. Ja, ich grabe jetzt weiter. Theorie kommt später. Wie du vielleicht hörst, tue ich die Erde, die ich rausschaufle, nicht auf das Tarp, sondern häufe alles nebendran an. Weil das geht ewig lang. Ich muss dann halt umso besser alles abtarnen am Schluss. Also die Erde, die mache ich dann schon weg. Aber halt später dann. Jetzt weiß ich, warum die in den Filmen ihre Gräber immer in der Nacht graben. Da wäre man schon besser getarnt. Viel besser. Vielleicht mache ich das auch. Ich werde nicht fertig. Ich meine jedes Mal, ah, heute schaffe ich es, heute komme ich mega weit. Aber das kannst du vergessen, das geht so lang. Diese kleinen Schritte und alles musst du tarnen und alles musst du schauen. Oh, Spur, Achtung hier. Und das geht so lang alles. Und ich habe jetzt das akzeptiert. Okay, das wird jetzt mehrere Wochen gehen. Also einmal in der Woche kann ich hier hinkommen und weitermachen für etwa 3 Stunden. Und ja, wie gesagt, es ist nicht so, wie ich es gedacht habe. Im Sommer war es viel einfacher, wobei dort war es auch ziemlich sandig. Aber ja, das ist etwas ganz anderes. Europäischer Waldboden. Jedenfalls, ich mache jetzt hier Schritt für Schritt, werde halt immer wieder alles abtarnen und komme dann wieder. Und irgendwann dann habe ich ein Stealth Camp. Das sieht ganz übel aus. Das sieht ganz schlimm aus.
Man hat richtig so ein schlechtes Gefühl dabei. Weil, wie sieht das denn aus? Das ist ja heftig. Ich bin jetzt doch gut vorangekommen. Aber habe natürlich gut gearbeitet hier. Was natürlich... Vorhin habe ich Rauch gerochen von einem Feuer irgendwo. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, ich habe gut gearbeitet, zügig, was natürlich irgendeine Art Vernachlässigung die Folge ist. Das heißt, ich bin weniger konzentriert auf die Gegend gewesen oder sonst was. Wie ihr gesehen habt, sieht es so aus. Sieht richtig schlimm aus. Wie gesagt, ich fühle mich wie in einem Film. Weil das sieht wirklich aus wie ein Grab. Aber das mache ich natürlich nicht. Es ist eine Unterkunft. Aber es sieht so aus. Und darum muss man halt aufpassen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten, aber dann werde ich wieder gehen und werde das nächste Mal wieder weitermachen. Schritt für Schritt, bis ich in Rom bin. Was ich auch noch erfahren musste, ist, mein Dach ist mega schwer. Die Erde, die da drauf liegt, die hat ein Gewicht, das okay ist, aber wenn es... Es ist regnen, es hat geregnet und das ist mega schwer. Ich kann das fast nicht bewegen. Und ich muss dann das rüberschieben und das ist nicht möglich. Da muss ich mir halt etwas überlegen. Wie gesagt, es ist nicht perfekt. Aber schlussendlich habe ich meine Unterkunft und schlussendlich bin ich weg. Nur darauf kommt es an. Alles andere ist halt improvisieren und halt, ja... Es ist einfach so jetzt. Andere Gegend, andere Verhältnisse. Diese Erdhaufen, den mache ich dann natürlich weg. Wie ihr seht, habe ich schon ziemlich gut gegraben. Ja, etwa 30 cm habe ich schon. Das ist ziemlich gut. Mist. Europäischer Waldboden. Meine Schaufel ist gebogen. Hab sie wieder zurechtgebogen. Was ich heute gemacht habe, ist, ich habe den Umriss für die Balkone habe ich, angepasst und habe jetzt angefangen, das Loch zu graben. Ich habe jetzt etwa die Hälfte der Länge und ja, die Hälfte der Tiefe. Also ich habe eigentlich ein Viertel habe ich geschafft.
Okay, ich verlasse meine Unterkunft. Das heißt, ich muss alles abtarnen. Je weiter ich bin mit der Unterkunft, desto besser muss ich das abtarnen. Die Erde, die ich jetzt auf die Seite gelegt habe, werde ich flach austeilen und Laub drüber machen. Über das Loch werde ich Geäste drüber machen. Ich werde meine Unterkunft tarnen als Gebüsch. Das Gute daran ist, hier ist alles tot. Hier liegt einfach alles rum und da wurde ziemlich viel gefällt. Das heißt, ich habe einen 2 Meter Sichtschutz. Also das heißt, das Gebüsch sind 2 Meter hoch und alles, was 2 Meter tiefer ist, sieht man eigentlich nicht. Und meine Unterkunft, die ist tiefer als tief, sie ist unter der Erde. Das Loch gibt von weitem einen dunklen Flecken. Diesen Flecken muss ich wegmachen. Es ist irgendwie deprimierend. Jedes Mal, wenn ich mein Projekt weitermache, ist es morgen früh. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich wieder gehen, weil ich so ein komisches Gefühl habe, dann gehe ich und dann kommt jedes Mal die Sonne. Hier. Die Sonne kommt und es wäre jetzt mega schön. Ich bin noch im Schatten, aber da ist schon die Sonne. Aber ich bin nicht hier, um zu genießen die Sonne, sondern ich will mein Projekt bauen und das erfordert, dass ich jetzt halt wieder gehen muss. Schritt für Schritt. Dafür immer sicher und getarnt. Die will ich nicht immer mitschleppen. Das ist mega auffällig. Jetzt fühle ich mich gleich besser. Nicht weil die Sonne jetzt kommt, sondern weil jetzt alles getarnt ist. Genügend getarnt, das reicht. Ja, das ist mein System jetzt. Ich komme immer wieder für 2 oder maximal 3 Stunden, baue so viel ich kann, bin leise, schaue, dass ich möglichst wenig Spuren mache. Ich bin immer noch beim Graben und werde das nächste Mal weiter graben. Das Allerwichtigste, es ist egal wie lange ich brauche, egal ob ich 2 Monate lang hier weiterbaue, das ist egal. Das Wichtigste ist, dass es getarnt bleibt. Das heißt, keiner darf es sehen, keiner darf wissen, dass das hier ist und ich darf möglichst wenig Spuren hinterlassen. Und die größte Gefahr von Spuren, die ich hier sehe, ist mein Geruch. Also vor allem vor den Hunden. Also Jägerhunde oder so. Aber
Das kann man alles beseitigen. Jedenfalls, das wird ein gutes Projekt. Ich bin zuversichtlich, das wird gut. Es ist kompliziert, es braucht Zeit und viel Arbeit und Aufwand und alles drum und dran. Aber wenn man dann das hat, wenn ich mich müsste anschleichen zu mir, dann würde ich von dort kommen. Erstens mal wäre ich dort oben. Von oben hat man immer einen Vorteil. Und zweitens kommt die Sonne von dort. Das heißt, ich jetzt hier bin geblendet von allem, was dort ist. Und ich würde halt von dort kommen. Eben weil es erhöht ist, weil ich im Vorteil bin. Und weil die Sonne im Rücken ist. Das heißt, derjenige, der hier ist, ist geblendet und sieht nicht alles. Es wird jetzt Zeit, dass ich gehe. Nicht perfekt. Aber wenn es von 2 Metern so aussieht, sieht es von 20 Metern unsichtbar aus. Seht ihr meine Unterkunft? Natürlich nicht. Weil sie da drüben ist. Seht ihr sie? Auffallend sind diese, das, das und das, oder? Weil das dunkel ist. Mein Loch ist hier. Aber wie gesagt, für jemanden, der das nicht weiß, wer geht schon mit dieser Farbe in den Wald? Aber mein Rucksack, der verrät mich. Das ist nicht gut. Der Rucksack verrät mich. Ich glaube, das nächste Mal komme ich in der Nacht. Also ich werde hier, also ich werde in der Umgebung übernachten, normal, aber werde in der Nacht hier arbeiten. Mal schauen, wie das wird. Es ist eigentlich ziemlich frisch. Hier hat es Frost. Es hat zwar noch nicht geschneit, aber es ist doch ziemlich kalt und der Boden ist hart. Das macht es natürlich für mich nicht einfacher, wenn das alles so kalt und hart ist. Und das Schlimmste wäre, wenn es schneien kommt. Weil wenn es schneit und ich bin noch nicht fertig mit Graben, dann sieht man jedes kleine braune Erdhügelchen und das geht gar nicht. Also ich muss schauen, dass ich hier vor dem Schnee fertig bin. Aber wenn ich dann fertig bin und es kommt dann schneien, dann bist du weg. Hallo zusammen, ich bin wieder hier in der Gegend. Es ist jetzt 5:30 und wie ihr seht, habe ich Ausrüstung bei mir. Denn ich werde heute in dieser Region übernachten mit Ausrüstung. Und werde nebenbei mit meinem Projekt weiterarbeiten. Ich werde in der Nacht graben. Mein Ziel ist es, diese Nacht so lange zu graben, ja, bis ich fertig bin. Das ist mein Ziel. Ich bin jetzt hier unten noch auf dem Weg
Darum habe ich das Licht noch an und alles. Und ein Auge, weil ich bin jetzt die ganze Zeit etwa eine halbe Stunde hier hingelaufen und meine Augen haben sich so dran gewöhnt, ich will das nicht verlieren. Oder nicht alles verlieren. Jedenfalls geht das Projekt weiter. Ich werde in der Nacht jetzt nicht filmen beim Graben, weil ich will, gehe null Risiko ein. Weder Weißlicht von der Kamera noch Stirnlampe und dann nicht einmal Rotlicht. Also nicht einmal Rotlicht, ganz diffus am Boden, nicht mal das. Weil auch das sieht man, wenn man genau hinschaut. Ja, also null Licht. Es ist sternenklar, es ist richtig schön kalt und es hat vor 2 Tagen war Vollmond. Das heißt, ich werde schön mit dem hellen Mond graben. Speziell, aber wird cool. Ich werde ab und zu die Kamera einschalten und reden, aber ihr seht nichts. Denn, wie gesagt, es ist dunkel und ich gehe kein Risiko ein, ich will kein Licht machen. Jetzt in dieser Zeit ist natürlich perfekt, da kommt keiner. Und wenn du richtig in den Wald gehst, ich bin jetzt immer noch, ihr seht vielleicht hinten noch die Stadt, ich bin jetzt immer noch weit weg vom Ort und ich werde ab jetzt so abtrennen, zack, und ab jetzt kein Licht, kein Lärm, gar nichts. Ja, mein Ziel ist es, dass ich morgen am Morgen das Loch fertig habe. Denn ich muss fertig werden, bevor der Schnee kommt. Also, bis später. Und ab jetzt werde ich leise reden. Leise. Ich bin jetzt immer noch auf dem Weg. Es ist mega erstaunlich. Also, wenn man das Auge zuhält, in den Zeiten, wo man Licht braucht, und dann das Auge wieder öffnet, das ist wirklich ein mega Unterschied. Du siehst wirklich, wenn das Auge zu ist, was geblendet worden ist, das ist zu, das braucht wieder 10 Minuten, 4 Stunden, bis das wieder sieht. Aber das andere Auge ist immer noch im Nachtmodus. Das ist im Fall mega wichtig, dieser Trick. Ich bin jetzt auf dem Weg und probiere jetzt leise zu sein. Die Schwierigkeiten bei Nacht zu laufen, also der Mond ist noch nicht hier, es ist immer noch stockdunkel. Der Mond kommt erst später. Die Schwierigkeit ist, ich sehe nicht alles, was am Boden ist. Das heißt, das könnte knacksen. Und das Blöde ist, das Laub ist gefroren, wie ihr hört. Also lautlos kann man hier nicht laufen. Und was ich aufpassen muss, ist meine Augen. Wenn ich durch Gestrüpp gehe, muss ich schauen, dass keine Ästchen in meine Augen spicken. Das ist eine Gefahr. Eigentlich sollte ich eine Schutzbrille anziehen, wenn ich ohne Licht durch den Wald laufe. Das ist mega wichtig. Die Farbe der Kleidung spielt in der Nacht keine Rolle. Da kannst du orange, neon, hell haben. In der Nacht ohne Licht ist alles schwarz, alles. Nur wenn einer auf dich leuchtet. Aber wenn jemand auf dich leuchtet, dann, ja, dann hast du etwas falsch gemacht. Ich bin jetzt etwa schätzungsweise 50 Meter vom Camp und orientiere mich gerade. Und das Wichtige ist, wenn du nochmals irgendwo hin willst, musst du dir gewisse Sachen merken. Zum Beispiel, wenn du jetzt am Boden schaust, erkennst du nichts. Und auch 5 Meter Höhe erkennst du nichts. Aber wenn du ganz hoch hinaufschaust zu den Bäumen, dann musst du dir diese Bäume merken. Zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade einen toten Baum, der abgebrochen ist. Den habe ich mir gemerkt. Und ich weiß, dass meine Unterkunft mehr links ist. Und wenn ich ganz links schaue, sehe ich eine ganz große schwarze Tanne. Also einen dunklen Baum. Das weiß ich, dass meine Unterkunft rechts ist. Und so weiß ich, okay, ich muss geradeaus. Wenn du in der Nacht irgendwo durchläufst und du dann am Tag wieder hierher kommst, dann fragst du dich, wie du da durchgekommen bist. Weil meistens ist es so dicht. In der Nacht drängst du dich einfach durch. Am Tag würdest du niemals da durchgehen.
So fühle ich mich gerade. Ich bin jetzt etwa eine Stunde am Graben. Komme gut vorwärts, weil ich mich jetzt ziemlich aufs Graben konzentriere. Aber ich bin mega wach. Ich rede jetzt nur schnell, weil die Glocken läuten im Dorf. Darum kann ich jetzt kurz reden. Die Erde ist mega hart und sie ist mega nass. Sie ist sau schwer. Ich bin jetzt etwa einen halben Meter tief und es ist hart. Jetzt ist gerade Nebel gekommen. Das ist mega gut für mich, denn wenn alles voller Nebel ist, dann das tarnt mich alles. Das ist mega gut. Dichter Nebel ist mega gut. Es absorbiert Licht. Denn ich habe eigentlich gesagt, ich arbeite ohne Licht, aber ich brauche Licht. Ich sehe sonst nichts. Es geht nicht. Und ich nehme Rotlicht und neige es ganz am Boden, sodass man es nicht auf dem Horizont sieht. Also nur am Boden leuchten. Ich würde euch gerne zeigen, wie weit ich bin und so, aber dafür bräuchte ich Rotlicht, Weißlicht. Ich probiere es mal mit Rotlicht. Mal schauen, ob man etwas sieht. Man sieht fast nichts. Der Boden ist mega hart. Du hast die ganze Zeit so ein blödes Gefühl, weil du ein riesen Loch gräbst. Das geht gar nicht. Aber ich ziehe jetzt das durch mit dem Projekt und am Schluss kommt mein großes Fazit und dann schaue ich weiter. So, das reicht. Weiter geht es nicht, weil es ist viel zu laut. Es hat so viele Steine in diesem Boden. Jedes Mal, wenn ich setze meine Schaufel an und dann muss ich vom Rand drauf springen. Die Erde ist so hart, sonst komme ich nicht durch. Und wenn es einen Stein drunter hat, dann gibt es so einen lauten Knall und so ein Kreischen, so ein und das geht gar nicht. Überall diese Steine. Ich bin jetzt einen halben Meter. Das ist das absolute Minimum, aber weiter gehe ich jetzt nicht hier. Ich habe jetzt wirklich den Boden eben schön gegraben. Auch die Kanten habe ich gemacht. Und neben dem Shelter ist jetzt ein riesen Haufen Erde. Boah. Das geht alles gar nicht. Das ist eine riesen Baustelle hier. Das geht gar nicht. Zum Glück ist es Nacht. Es ist stockdunkel. Von wegen Mond. Es ist Nebel. Ich sehe gar nichts. Alles voll mit Nebel. Und der Nebel, der ist einfach so dicht. Der verschluckt alles. Das ist gut. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, wie immer. Ich muss gehen, bla bla. Mega wach bist du. Deine ganzen Sinne sind offen. Denn du darfst keinen Fehler machen. Null. Du kannst dir nichts erlauben, gar nichts. Du bist mitten im Wald. Ganz alleine. Es ist stockdunkel. Voller Nebel. Es ist alles voll mit Nebel. Ich schaue keine Horrorfilme. Das finde ich unnötig. Da machst du dich nur selber kaputt. Und da sage ich mir dann immer, okay, ich bin jetzt hier alleine im Wald. Okay. Ich bin vielleicht nicht hier der Stärkste. Ich bin nicht der Stärkste hier, aber ich bin mit Abstand nicht der Schwächste. Und egal was passiert, egal was oder wer vor mir steht, ich mache ihm es nicht leicht. Ich mache ihm es nicht leicht. Überhaupt nicht. Viele Wege führen nach Rom. Ich will jetzt einfach das Projekt fertig machen und dieses Loch zumachen. Denn sobald das Loch zu ist, bin ich sowas von beruhigt. Aber solange dieses Loch offen ist, bin ich wach. Okay, ich riskiere jetzt etwas, denn ich möchte euch das zeigen.
Seht ihr das? Das ist mein Loch. Ich habe meine Stirnlampe da reingelegt. Es ist stockdunkel. Ich habe jetzt dieses Loch gegraben. Es ist nicht gerade viel Platz, aber es reicht. So, ich mache jetzt den Deckel ganz drauf. Hier unten kann ich filmen, weil das Licht kommt nicht mehr durch. Jetzt ist der Deckel nämlich langsam zu. Yes! Ich schiebe das immer so Schritt für Schritt. Einmal auf diese Seite, einmal auf der anderen Seite. Ein gutes Gefühl. Das Loch ist jetzt dann fast zu. Boah, eine mega Erleichterung. Die Glocke läutet wieder. Ich kann wieder ein bisschen kurz filmen. Ein mega Erdhügel hier. Hier habe ich den Deckel schon ziemlich drauf gemacht. Sieht gut aus. Der Deckel ist jetzt drauf. Auf der anderen Seite ist er auch gut. Das reicht. Deckel ist jetzt drauf und ich bin doch noch einigermaßen zufrieden. Eigentlich wollte ich jetzt fertig machen mit Filmen, aber ich muss jetzt hier weiterarbeiten. So kann ich das nicht stehen lassen. Ja, jetzt muss halt der Film ein bisschen drunter leiden, aber ich muss das jetzt fertig machen. Also, ich habe jetzt das Loch gegraben.
Das Loch ist hier gegraben, das ist gut. Der Deckel ist jetzt drauf. Und jetzt hat es hier oben einen Riesenhaufen Erde. Und ich werde jetzt diesen Erdhaufen über den Deckel verteilen. Ich weiß, das ist komplett anders, als ich gesagt habe. Aber trotzdem, ich mache das jetzt so. Jetzt improvisiere ich nur noch. Also, ich werde jetzt diesen Erdhaufen über den Deckel schütten, sodass alles schön verteilt ist. Das ist jetzt mein Schritt. Schwer. Ich mache nicht mega viel drauf. Vielleicht 10 cm. Das reicht. Das wird gut. Das wird gut. Ich habe nun den Erdhügel ziemlich weggemacht und habe hier das alles verteilt über den Deckel. Ich muss das alles noch perfektionieren, aber das Gröbste ist gemacht. Hier habe ich noch ein bisschen erweitert, ein neues Stück dazu gemacht. Ich habe neue Hölzer einfach draufgelegt, die Rettungsdecke wieder draufgelegt. Jetzt tue ich noch mehr Erde hier drauf. Und diese Öffnung, das wird dann mein Eingang mit meiner Tür. Aber jetzt ist mein Schritt, diese ganze Erde über meine Unterkunft zu verteilen und dann auch ganz viel Laub drauf machen, um das Speed zu tarnen. Schnell und dreckig tarnen. Schnell und dreckig. Der Nebel ist weg. Das heißt für mich Schluss mit Licht. Kein Licht mehr. Tut mir leid, aber kein Licht mehr. Also ich werde jetzt noch mehr Erde über meine Unterkunft verteilen und werde das nachher alles mit Laub speedtarnen. So, dass am Schluss nur noch die Öffnung des Deckels sichtbar ist. Und dann werde ich am Morgen bei Tageslicht weitermachen. Aber das musste ich jetzt machen. Die Nacht und der Nebel, den habe ich gut ausgenutzt. Jetzt ist alles eben. Jetzt kann ich alles tarnen. Hier die Öffnung. Und jetzt Speedtarnung mit viel Laub. Das Ziel ist, dass es so aussieht. Jetzt sieht es so aus. Ich habe da schnell ein bisschen Laub drauf gemacht, dieses Geäst, um die dunkle Stelle vom Eingang zu erhellen, vom Laub. Da ist ein natürlicher Wal. Und jetzt muss ich hier mit Laub tarnen. Also ich habe mein Lager verlassen
und mache morgen am Morgen weiter. Ich werde später vielleicht noch ein bisschen Laub drauf machen, aber ohne Filmen. Ja, ich habe mega schnell, mega gut gearbeitet. Ich dachte niemals, dass ich so weit komme. Ich bin fertig fast. Noch den Deckel machen und alles perfekt tarnen und dann war's das. Endlich. Okay, aber kann sein, dass ich ein bisschen noch einschalte, aber sonst sehen wir uns morgen wieder. Das ist meine Hütte vom letzten Video. So willst du auch nicht aufgeweckt werden. Morgen! Morgen! Der Mond ist endlich hier. Jetzt ist der Wald ziemlich erhellt. Und ich brauche kein künstliches Licht mehr. Sehr gut. Auf der Kamera ist es immer noch dunkel, aber hier, von bloßem Auge, sieht man ziemlich viel. Ich muss richtig aufpassen, wo ich hintrete. Sieht so gut aus. Also die Speedtarnung habe ich jetzt gemacht. Der Feinschliff, der kommt dann später. Aber wie ihr seht, hier ist das Loch, der Eingang und da ist der Boden. Hier ist die Decke. Da, wo ich drauf leuchte, das ist die Decke. Ich baue mir einen neuen Deckel, der schön leicht und dünn ist. Ja, den Deckel und dann kommt das Tarnen, das richtige Tarnen. Alle Spuren verwischen und einfach alles richtig schön tarnen. Es ist jetzt ziemlich spät schon und ich fühle mich richtig, richtig gut, weil das Loch ist zu, alles ist zu. Speedtarnung. Ja. Der Mond kommt jetzt. Der Wald wird erhellt. Ein schönes Zeichen. Ich bin wieder hier und möchte nun letzte Nacht nochmals zusammenfassen. Ich bin ziemlich, sobald die Sonne untergegangen ist, bin ich hierher gekommen und habe gerade weitergemacht mit meinem Projekt. Das allererste, was ich gemacht habe, ist das Loch zu graben und das in der Dunkelheit. Es wurde dann ziemlich Nebel, also es gab viel Nebel und ich konnte ein bisschen filmen und dann war das Loch gegraben zum Glück und dann habe ich den Deckel, habe ich die Erde, die beim Deckel drauf gewesen war, die habe ich weggemacht und habe den Deckel nun über die Unterkunft gelegt und danach habe ich den großen Erdhügel, der
nebendran war, habe ich dann auf die Unterkunft gemacht, also auf den Deckel. Wo ich das gemacht habe, dann hatte ich das Loch, ich hatte den Deckel zu und ich hatte den riesen Erdhügel verteilt. Also jetzt habe ich keinen Erdhügel mehr, jetzt habe ich nur noch Boden. Und danach habe ich eine Speed-Tarnung gemacht. Das ist einfach eine ganz schnelle Tarnung. Also einfach das Nötigste. Und das habe ich gemacht. Und ich habe einfach mega viel Laub genommen und habe das drauf geschossen. Und danach bin ich weggegangen und habe in einer weiten Entfernung übernachtet. Und jetzt bin ich wieder hier und werde heute, jetzt, das Projekt fertig machen. Es ist schön ruhig. Die Sonne scheint. Ein schöner Tag. Zuerst einmal verstecke ich schnell diesen Rucksack. Mache ein Depot und gehe leicht weiter. Ich gehe zu meinem Unterkunft und, ah nein, zuerst, ich bleibe hier in einer Entfernung von etwa 50 bis 100 Meter und werde mir zuerst den Deckel neu bauen. Denn ich muss einen neuen Deckel machen, einen leichten Deckel, der stabil ist. Weil der große Deckel, der jetzt drauf ist, der bleibt, der wird nie mehr bewegt. Der ist fix und der ist stabil. Aber der kleine, der wird immer auf und zu gemacht. Jedes Mal, wenn ich ein- und aussteige. Also ich mache jetzt hier den Deckel, weil noch mehr Spuren will ich jetzt nicht mehr machen. Es ist sowieso alles voll damit, aber ja. Ich mache jetzt hier den Deckel und werde ihn dann transportieren. Einen leichten, schönen Deckel. Wenn ich dann den Deckel habe, gehe ich zur Unterkunft, lege ihn neben der Öffnung und dann, ja, dann ist alles fertig. Ich habe das Loch, ich habe den großen Deckel, die Erde ist drauf, Speed-Tarnung ist gut, der kleine Deckel habe ich dann auch und dann kann ich anfangen mit der großen Tarnung. Das heißt, ich muss einfach alles anschauen und einfach alles tarnen, normal machen wieder. Und dann folgt ganz am Schluss dann noch Theorie und Informationen und ein großes Feedback, also ein Rückblick und einfach, ja, das wird ziemlich wichtig, denn so wie es in der Theorie ist, so war es überhaupt nicht. Aber ich sehe die Stadt Rom. Das ist ein Projekt Ghost Shelter oder Scout Pit oder sonst wie. Es ist einfach ein Stealth-Camp. Und also die Theorie, die kommt später, aber ich sage nur schnell das. Also entweder hast du Ausrüstung oder nicht. Aber ich sage jetzt gerade schon mal, wenn du keine Ausrüstung hast, also Überlebensmodus, Überlebenstraining, dann vergiss das mit dem Bauen. Dann such dir irgendein Loch, irgendeine Grube und mach das so, wie ich es am Anfang gesagt habe. Geh einfach in eine Naturunterkunft und mach da einfach alles zu. Weil das ist einfach viel zu viel Arbeit und ja, einfach mega viel Spuren, wenn du es nicht richtig machst. Nein, das bringt es nicht. Mach das nur, wenn du Ausrüstung hast und wenn du Zeit hast. Das ist das Beste, was es gibt, aber es braucht Zeit und Ausrüstung. Ohne Schaufel, vergiss es. Mit einem Grabstock, m-m. Also, ich werde mir jetzt einen Deckel machen. Und dann habe ich es dann bald. Ich habe zwei breite und ganz viele lange. Thank you.
Jetzt werde ich das ganz gut befestigen. Das Wichtigste sind die Enden. Jetzt werde ich mit Naturschnur werde ich jeden einzelnen kurz befestigen. Also den Deckel habe ich fertig. Die Rettungsdecke ist natürlich auch drauf. Jetzt muss ich den Deckel noch ein bisschen wasserdicht machen. Die Rettungsdecke ist schon mal gut, aber ich werde noch ein bisschen Baumrinde drauflegen und werde dann vielleicht doch noch ein bisschen Erde drüber streuen. Zwar ist die Erde mega schwer, aber ja, es muss halt gut aussehen. Und am Schluss kommt eh noch mega viel Laub drüber. Okay, den Deckel habe ich. Ich gehe jetzt zu der Unterkunft und werde dann dort weitermachen. Sieht schon mal gut aus und das nur mit einer Speedtarnung. Die richtige Tarnung kommt dann später und dann siehst du gar nichts mehr. Okay, also hier habe ich den Deckel für meine Öffnung. Der Deckel ist eigentlich fertig. Ich tue jetzt Laub und Erde drüber, um diesen zu tarnen. Ich bin gerade am Deckel tarnen, weil jetzt geht es langsam ins Finish. Das Loch ist zu, die Speed-Tarnung ist schon mal ziemlich gut. Ab jetzt bin ich nämlich in der Tarnphase. Ich habe alles gebaut. Ich habe das Loch, ich habe meinen großen Deckel, habe den kleinen Deckel und ab jetzt fängt das Tarnen an. Okay, ich fange jetzt an, offiziell alles zu tarnen. Bevor ich das mache, möchte ich nämlich den Deckel drauf machen, damit ich alles genau gleich tarnen kann.
So sieht es aus, wenn es nicht getarnt ist. Ich habe jetzt den Deckel zugemacht. Man sieht das, den Umriss, wenn man genau hinschaut. Und jetzt ist meine Aufgabe, alles zu tarnen. Okay, das Erste, was man machen muss, ist zuerst einmal die Umgebung anschauen. Denn die erste Regel bei Tarnkunde heißt, passe dich der Umgebung an. Okay, das Terrain kenne ich. Es ist alles zerstört, viel gerodet. Die Farbe ist einheitlich braun, ein bisschen moosgrün. Es hat viel Gebüsch, es ist alles trocken. Das ist einfach zum Tarnen. Gut, was ich verwenden darf, ist Laub und Gebüsch. Das Erste, was ich mache, ist, ich werde jetzt weit zurückgehen und werde diesen Weg, den ich immer gegangen bin, tarnen. Den kann ich nicht hundertprozentig perfekt wegmachen, denn jedes Mal, wenn du eine Spur tarnen willst, machst du ja nochmals eine Spur. Eine kleinere, aber du machst eine. Ja. Jedenfalls, das ist das Erste, was ich mache. Ich zerstöre meinen Weg, der hierher führt. Wie ich schon gesagt habe, ist Spuren verwischen, keine Spuren machen, ein eigenes Thema. Also das ist so groß, das spreche ich jetzt hier nicht an. Aber trotzdem möchte ich ganz kurz, nur schnell, so ein paar Sachen sagen. Wenn ich von da gekommen bin, habe ich hier den Weg getarnt. Und das mache ich im Rückwärtsgang. Also ich stehe nicht hier so, tarne hier und dann laufe ich weiter, weil ist ja blöd, oder? Also ich stehe hier, dann sieht man den Abdruck. Dann mache ich ganz leicht so, dass das alles wieder so wild aussieht. Ich mache nicht so, ist ja blöd. Einfach, hier habe ich jetzt einen Abdruck, zack, das ist jetzt flach gedrückt. Jetzt mache ich einfach so, dass es alles wieder steht. Das ist mega die einfachste Form. Zack. So. Zack. So. Und so weiter. Also ganz grob gesagt. Und ich stehe niemals auf solchen Sachen. Weil wenn ich ausrutsche, das kann ich fast nicht mehr tarnen. Hier habe ich zum Beispiel etwas gesehen. Da bin ich mal mit dem Schuh rangekommen. Das steht voll ab, mega auffällig. Und das probiere ich jetzt hier wieder festzudrücken. So, schon viel besser. Das sind die kleinen Sachen. Und das mache ich bis zu meiner Unterkunft. Aber eben, das ist jetzt nur ganz, ganz schnell so Spuren verwischen. Nur sichtbare Spuren. Es gibt ja ganz viele Ebenen von Spuren, die man sieht, riecht oder keine Ahnung was. Einfach ganz viele Sachen. Wie man seine Geruchstarnung verwischt, werde ich nicht zeigen. Gut. Also, ich werde jetzt diesen Weg fertig tarnen. Und dann ist eigentlich die ganze Umgebung okay, würde ich sagen. Dann muss ich nur noch die Unterkunft. Der Weg, der ist ziemlich getarnt und das ist okay so. Der zweite Schritt ist, gut, die Umgebung ist jetzt okay. Jetzt muss ich nur noch hier 5 Meter Durchmesser
beim Unterkunft. Das erste, was ich mache, ich beseitige alle Gegenstände und alle komischen Stücklein, die nicht hierher passen. Das heißt helle Erde, Sachen, die ich geschnitten habe, die ich bearbeitet habe, was ich natürlich nicht darf normalerweise hier, aber trotzdem. Und einfach solche Stücke, die mit frischer Erde bedeckt sind, Stellen, die eine andere Farbe haben und einfach alles anpassen. Ja. Gewisse Sachen sind im Stufen 2, Stufe 1 oder 3 und ich muss alles wieder auf Null bringen. Die Nullebene, die Natur, alles wieder Null. Jetzt hat es nur noch Sachen hier, die hier sein dürfen. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt kommt das Perfektionieren. Das heißt, ich werde die Natur perfekt machen. Also ich werde eine perfekte Natur erschaffen. Ich werde wirklich diese 5 Quadratmeter so herrichten, dass man wirklich, wirklich denkt, das ist einfach nur normal. Es ist hier leicht zu tarnen, weil hier sieht einfach alles gleich aus. Was ich verwende, ist eben Laub, ganz viel, aber natürlich nicht von hier nehmen. Ein bisschen weiter weg und dann das auch wieder so verwischen, denn wenn ich zu viel Laub nehme, ist alles nass und schwarz unten. Ich werde diese Äste verwenden, die am Boden sind, diese trockenen Laubblätter, Gebüsche. Ich weiß noch nicht, ob ich hier ein Gebüsch simulieren soll. Ich glaube nicht, aber vielleicht eins nebendran oder so. Und dann werde ich Äste, die kaputt sind, also nicht gesägt, nicht gebrochen von mir, sondern von der Natur geknickt sind, werde ich kreuz und quer hinschmeißen oder legen, besser legen. Ja, aber es darf nicht schön aussehen, es darf nicht so, dann so, dann mache ich wieder so. Nein, einfach nicht überlegen. Wenn du überlegst, das ist nicht normal. Okay, ich bin jetzt hier an einem neuen Ort. Mein Camp ist weit weg und ich werde jetzt hier mega viel Laub sammeln und das zum Camp bringen. Nein, hier ist mein Camp. Wichtig ist, dieses Gebüsch darf ich nicht hinlegen, weil das darf man nicht sehen. Ich muss das so reinstecken.
Ich muss die Unterkunft tarnen wie ein Gesicht, wie eine Gesichtstarnung. Wenn jetzt das meine Unterkunft ist, darf ich nicht eine perfekte Tarnung machen, so nur hier. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gebüsch nehmen würde und das einfach so hier platzieren würde, ja, du siehst etwas und ein Gebüsch. Genau so. Ist ja mega blöd. Also es kann auch eine gute Tarnung kann schnell mal eine mega schlechte sein. Das heißt, ich muss, wie beim Gesicht, darf ich nicht einfach hier so, hier. Nein, ich muss alles verwischen, alles grusig machen. Keine Winkel, alles die Formen verwischen, die Konturen verwischen. Und darum, wenn du zum Beispiel so eine Unterkunft hast, hier, dann mache ich zum Beispiel hier den Eckel ein Gebüsch, so. Nur hier ein Gebüsch. Und der Rest komplett etwas anderes. Ich habe hier ein Stück ausgerissen von weit her. Habe das möglichst Natur belassen und probiere mal das einzufügen. Es ist mutig, dass ich das nehme, weil, ja, man sieht es sofort. Aber hier hat das eben überall solche Sachen. Ich habe es richtig positioniert, schön aufrecht, so wie ich es genommen habe. Und ja, man könnte meinen, es sei ein Baum, ein alter. Ja, ich lasse es mal drauf. Seht ihr meine Unterkunft? Irgendwo steht meine Unterkunft. Aber wo? Mein Projekt ist fertig. Meine Unterkunft ist fertig. Ich habe es geschafft. Habe alles gemacht. Habe die Wege getarnt. Die Umgebung habe ich getarnt. Meine Unterkunft habe ich getarnt. Habe alles schön hergerichtet und bin jetzt fertig. Ich werde euch jetzt alles genau zeigen, wie das aussieht, von nahem, von weitem. Und danach werde ich reingehen und schauen, wie das mal so aussieht. Aber bedenkt, ich und ihr wisst jetzt, dass hier etwas ist. Aber jemand, der nichts weiß, der hat es schwerer. Also wenn es für uns okay ist, ist es für jeden, der es nicht weiß, unsichtbar. Meine Unterkunft ist jetzt im Bild. Man kann meinen, ah, das ist sofort klar. Es ist sofort hier. Ja, es ist auch da. Warum? Weil da ein Gebüsch ist.
Aber hier hat es überall Gebüsch. Es könnte auch hier sein. Oder dort. Oder hier. Ihr könnt auch gut merken, diesen Stumpf. Genau da ist meine Unterkunft. Eben, es ist mega heiß, diesen Stumpf drauf zu lassen, aber... Eben, wir wissen es, aber jemand, der es nicht weiß. Da, ich stehe genau vor meiner Unterkunft. Genau vor meinem Loch. Die Unterkunft ist genau vorne dran. 2 Meter vorne dran. Ist sie dort? Oder hier? Und ist sie dort? Oder hier? Okay, also später kommt die Theorie und noch wichtige Informationen und mein Feedback, Rückblick und alles. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das an. Wie gesagt, wer sich so etwas bauen will, der muss Zeit haben und Ausrüstung. Wer nichts hat und Überlebensmodus, das kannst du vergessen. Mach das nicht. Such etwas anderes. Ja, und darum, also ich habe Zeit, ich habe Ausrüstung und ich werde eine längere Zeit hier sein müssen. Okay, ich habe jetzt eine Unterkunft, wo ich nicht mehr existiere. Und das System ist ja so, okay, du hast einen Rucksack, du hast mega viel Essen dabei, zu trinken, Schlafausrüstung, du hast alles dabei. Du kannst autark, ganz alleine für dich unterwegs sein und deine Aufgabe machen. Und du hast hier deine Unterkunft, unsichtbar. Du hast noch alles Geruchstarnung gemacht, falsche Spuren gelegt und einfach, du hast einfach an alles gedacht. Ob der Rucksack Platz hat, das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme ihn nicht mit rein, sondern ich werde ein Depot machen, weit weg, und werde das auch tarnen, komplett. Und perfekt ist, wenn du so ein Bag machst, also so ein Sack. Und da machst du alles rein, was du brauchst. Zum Beispiel für 72 Stunden. So quasi, du gehst jetzt in das Loch, 72 Stunden. Kommst erst wieder dann raus. Und ein- und aussteigen
tust du nur in der Nacht. Okay. Ich werde jetzt mir so einen Sack schnell machen. Werde mir alles reintun. Also eben, was da reinkommt, kannst du nehmen, was du willst. Wasser, Essen, leere PET-Flaschen, um darin zu urinieren und so. Licht, vielleicht etwas, ein Buch, halt deine Sachen, die du brauchst. Was du willst. Und diesen Sack, den hast du dann drin. Und da ist alles drin, was du brauchst. Ich werde jetzt in dieser Situation meine Isomatte nehmen und meinen Schlafsack. Weil, ja, also wenn du ohne Ausrüstung das baust, dann empfehle ich dir Fichtenzweige nehmen für die Wand und für den Boden. Und dann kannst du alles voll machen mit Laub, wie eine Badewanne. Und dann geht das. Aber ich bin jetzt richtig unterwegs. Ich habe Ausrüstung bei mir und werde das jetzt auch so zeigen. Gut. Also ich werde schnell die Schlafstelle einrichten, Isomatte drauf und Wolldecke und Schlafsack. Dann werde ich ein Rucksackdepot wegmachen und werde dann mit meinem Sack abtauchen und dann bin ich weg. Das einzige Problem ist, wenn du jetzt reingehst und den Deckel zumachst, weißt du nicht, wie es von außen dann wieder aussieht. Und darum habe ich bei den Ecken, bei den Kanten, habe ich kleine Gebüsche gemacht, dass wenn jetzt etwas nicht perfekt aussieht, dann dieses Gebüsch die Farbe wegwischt, also getarnt. Du musst einfach den Deckel dann vorsichtig drauf machen. Wenn du eh alles mit reinnimmst, dann ist der Rucksack nämlich so klein. Dann könntest du ihn auch mit reinnehmen. Stirnlampe, denn da unten ist es dunkel. Hier ist mein Sack mit allem, was ich benötige für die Zeit, die ich will. Dann für die Wärme habe ich eine gute Isomatte. Keine aufblasbaren, die brauchen viel zu lange. Also nehme ich diese. Die hat auch eine Isoschicht, die reflektiert die Wärme. Und denkt daran, die Rettungsdecke ist ja mit der silbernen Seite zu mir, also perfekt, oder? Dann eine mega gute Wolldecke und einen Schlafsack. Je nach Wetter. Ja. Bevor ich das alles reinmache, zeige ich euch schnell, wie das einfach so aussieht, von innen. Jetzt darf ich natürlich nichts mehr zerstören und muss aufpassen, was ich mache. Also hier ist das Loch, der Einstieg, alles andere ist getarnt. Da werde ich reingehen, mit den Füßen zuerst. Das Reingehen wird ein bisschen schwer, aber es muss gehen. Und dann sieht das so aus. So. Ohne Ausrüstung ziemlich ungemütlich. Da müsst ihr halt eben Fichten und Laub nehmen. Die Wolldecke, die mache ich auf die Isomatte und dann geht sie die Wände hinauf. Wenn ich dann im Schlafsack lege, kann ich dann die Seiten
auf mich klappen. Das ist nicht so einfach, das nach hinten zu bringen. Okay, alles ist drin. Der Deckel ist hier griffbereit. Der Sack auch. Isomatte, Wolldecke und Schlafsack. Wenn ich drin bin, werde ich dann mit den Füßen alles zurechtrichten. Okay, ich bin nun bereit, um hineinzugehen. Ich werde meine Schuhe natürlich ausziehen, denn ich werde direkt in den Schlafsack reingehen. Und am Schluss, wenn ich drin bin, werde ich den Sack hineinnehmen und werde versuchen, den Deckel wieder drauf zu machen. Ich habe leider nur eine Kamera. Ich möchte das von außen und von innen filmen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich zweimal rein. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, ist die Tarnung ein bisschen zerstört. Das heißt, ich muss übertarnen, damit, wenn ich reingehe, eine Stufe zurückfällt, aber dann ist es immer noch getarnt. Ich mache alles zurecht, die Hosen, die Socken rein, denn wenn ich drin bin, kann ich nichts mehr unten machen. Ich muss alles jetzt herrichten. Boah, ist das tief. Jetzt den Deckel.
Genau so wollte ich das. Jetzt bin ich in Rom. Ja, genau das wollte ich. Es ist perfekt. Ich habe Platz, ich habe wirklich Platz. Die Höhe. Ich habe genug Platz in der Breite, in der Höhe. Und die Unterkunft ist viel zu lange. Ich habe irgendwie 30 cm zu viel. Es ist wirklich mega gut. Okay, ich gehe jetzt nochmal rein mit euch. Gut, also das erste ist Rucksack, Tasche hinlegen. Ah, ich muss zuerst nochmal alles herrichten. Sonne geht unter, Zeit abzutauchen. Also. Zuerst gehe ich mit den Füßen hinein und dann kann ich absitzen. Ich gehe direkt mit den Füßen in den Schlafsack. So, und jetzt spüre ich, wo ich bin. Mit den Füßen in den Schlafsack. So, jetzt. Und jetzt gehe ich ganz nach hinten mit den Füßen. So. Jetzt kann ich nämlich den Schlafsack unter meinem Fuddy hindurchziehen. Und kann jetzt Stück für Stück hinein. Perfekt. Oh, schön warme Bodenisolation. So. Bin ich hier drin. Das nehme ich nicht nachher rein. Seht ihr, wie viel Platz ich habe? Okay. So, und jetzt hole ich die Sachen rein. Zuerst die Schuhe, die schmeiße ich nämlich nach hinten. Die brauche ich 3 Tage nicht. Ja, oder an die Seite. Gut wäre ein Stock, wo ich die Sachen nach hinten schieben kann. Aber das ist jetzt schon okay so. Und jetzt der Seesack. Nicht schleifen, sondern immer lüpfen. Heben, anheben. Weil sonst hinterlasse ich wieder eine Schleifspur. Den kann ich dann das Kopfkissen nehmen. So. Alles drin. Ja. Jetzt zupfe ich alles hier noch ein bisschen zurecht. Das sieht gut aus hier unten. Ja. Jetzt kommt der Deckel. Ich lasse mir schön Zeit. Da mache ich oben noch ein bisschen. Die letzte.
letzte Tarnung. Ich muss nach hinten. Kein Platz. Okay, der Deckel ist jetzt zu. Hab noch ein bisschen mit den Fingern so die Zweige hergerichtet. Aber das sollte einigermaßen gut aussehen. Von draußen. Nicht perfekt, aber es ist okay. Ich bin voll drin. Schuhe sind drin. Sock ist auch drin. Ich liege bequem. Viel Platz habe ich nicht, aber es reicht. Ich kann sogar meine Knie anwinkeln. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das so aussieht. Meine Füße, die haben gut Platz. Schuhe im Weg, egal. Die Decke ist auch ziemlich gut. Hier, hier zu filmen ist nicht gerade einfach. Perfekt. Da kann man sich sogar drehen. Also logisch, breiter kann es immer sein, das ist Luxus. Aber ich kann mich drehen. Auf der Seite schlafen, Rücken, Bauch, alles. Hier muss ich ein bisschen putzen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie mir hier drin richtig gemütlich gemacht habe. Puh, es ist mega heiß. Es ist mega warm. Rettungsdecke oben, Isomatte unten, Wolldecke, Schlafsack, gesamte Kleider. Boah, mega warm. Und hier eine schöne, weiche. Decke. Kein Kontakt mit der Erde, einfach nur. Ich habe es geschafft. Viel Arbeit, viel Zeit, mega warm, weich, bequem, sauber und trocken. Und von außen her sieht man gar nichts. Null. Es ist nicht eine getarnte Unterkunft. Nein, es ist nichts. Nichts. Einfach nur Boden. So eine Lampe mit einem Diffuser ist dann mega gut, wie eine Art Zeltleuchte. Mit dem kannst du im kleinsten Modus mega lang Licht haben. Natürlich wäre ein Trinksystem mit einem Schlauch zum Saugen viel besser. Aber ich habe jetzt nur das dabei. Du darfst einfach nicht ausleeren, sonst ist es blöd. Also nimm ein Trinksystem mit Schlauch. Ich werde jetzt wieder rausgehen. Vielleicht zuerst mal rausgucken. Schnell horchen.
blauer Himmel. Mist, es ist noch Tag. Muss wieder zumachen. Geht ihr zuerst mal rausschauen, ob alles okay ist. Okay. Okay, dann komme ich auch. Ah, gemütlich. Gemütlich. Der Vogel hat jetzt genau angefangen zu pfeifen, weil er mich jetzt gesehen hat. Vorhin war es ruhig. Jedenfalls Isomatte, Schlafsack, Decke. Ich hab mega warm. Okay, ich gehe jetzt raus. Werde alles nochmals herrichten, Deckel zu, alles nochmals tarnen. Und dann werde ich einen Ortswechsel machen und werde dort dann die Theorie machen. Und das ist ein kleiner Schlafsack, ein kleiner Carinthia. Wenn ich meinen Winterschlafsack nehme, dann puh, dann kannst du hier unten heftige Minustemperaturen aushalten. Habe alles hergerichtet. Hier muss ich noch packen, aber zuerst einmal die Unterkunft haben. Sieht richtig gut aus. Es sieht nach nichts aus. Das Wichtige ist, man sieht keinen Übergang. Das ist wichtig. Konturen verwischen. Keinen Übergang. Ich habe meine gesamte Ausrüstung. Habe alle Spuren weggemacht. Ich kann gehen. Die Natur übernimmt den Rest. Das heißt, jede Stunde, die ab jetzt vergeht, wird die Unterkunft besser. Denn die Erde, die noch hell ist, wird braun. Das Laub, das jetzt nicht hierher passt, wird sich der Umgebung anpassen. Wegen der Sonne, wegen der Witterung. Wenn es regnen kommt, wird es jede Art von Spuren verwischen. Wenn es schneien kommt, ist sowieso alles weg. Ab jetzt übernimmt die Witterung und macht meine Unterkunft noch viel besser. Die ersten 50 Meter werde ich vorsichtig laufen, ohne Spuren, ohne irgendetwas. Und danach kann ich wieder wild herumhüpfen. Oh. Was ist das denn? Das wohl gebaut hat. Der hatte keine Ahnung. Der hatte keine Ahnung. Anscheinend bin ich hier nicht alleine.
Zuerst einmal möchte ich den Ablauf nochmals durchgehen. Also, als ich angefangen habe, hatte ich genau einen Plan, zuerst das, das und das. Aber als ich auf den europäischen Waldboden traf, wurde mein Plan nach dem ersten Mal graben zerstört. Und von dort an habe ich nur noch improvisiert. Schlussendlich, viele Wege führen nach Rom und ich bin in Rom angekommen und habe meine Unterkunft. Nur das ist wichtig. Der Ablauf, wo ich jetzt empfehlen würde, ist, zuerst suchst du dir einen Ort. Danach baust du dir ein Gitter weg vom Unterkunft, schön leicht aber, und tust das alles befestigen. Wenn du das Gitter dann hast, dann gehst du zum Ort und fängst an zu graben. Die Erde, die du wegschaufelst, die machst du links auf die Seite. Wenn du das Loch hast, nimmst du das Gitter und legst es drauf. Wenn du das Gitter draufgelegt hast, dann tu die Rettungsdecke erst dann drauf und dann mach Erde drauf. Die Erde, die du weggeschaufelt hast, die kannst du einfach draufschaufeln wieder. Dann mach alles eben, schaue, dass der Boden nicht so ist und dann kommt der Unterkunft. Schaue, dass das alles schön so ist. Dann hast du den Deckel drauf, also das Loch hast du gemacht. Deckel ist drauf, die Erde ist verteilt. Jetzt machst du eine Speedtarnung und tust alles Laub drauf, sodass es schnell getarnt ist. Danach gehst du wieder irgendwo hin und baust dir den kleinen Deckel. Danach gehst du wieder zurück, machst den kleinen Deckel drauf und danach hast du die Grube hast du. Du hast den großen und kleinen Deckel. Jetzt tust du alles mit Erde drauf. Und danach ganz viel Laub, denn jetzt fängt das Tarnen an. Nimm ganz viel Laub und tu alles schön verteilen. Danach schau dir die Umgebung an und gestalte sie genauso. Das heißt, nimm Äste, nimm Moos, wenn es hat, Laub. Einfach tu alles richtig versauen, so wie die Natur. Richtig einfach drauf. Und danach bist du fertig. Du hast das Loch, deine zwei Deckel und hast alles getarnt. Es gibt viele Arten von Tarnung. Also wenn du meinst, optisch sieht das perfekt aus, es gibt noch andere Sachen, die genau dann dorthin führen. Also Geruch und so. Ja, und das ist eigentlich der Ablauf, den ich jetzt empfehle. Das sollte machbar sein. Aber wie gesagt, diese Unterkunft ist nur geeignet, wenn man Ausrüstung hat, wenn man Zeit hat. Rechne, wenn du am Stück arbeitest, rechne mit 6 Stunden. Ja, 6 Stunden. Und in der Nacht ist es effektiver, weil da bist du unsichtbar. Vor allem, wenn es Nebel hat und auch so ein Wetter, wie ich es gehabt habe in der Nacht, dann ist es perfekt. Also die Nacht ist gut geeignet, um das zu bauen. Und theoretisch könntest du in der ganzen Nacht das alles bauen. Und wenn du dann wirklich irgendwo in der richtigen Wildnis bist, nicht hier im Wäldlein neben der Stadt, wo ich nicht bin, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, hier ist ja nicht wirklich Wildnis, da habt ihr dann eh eure Ruhe. Okay, ich gehe mal so die Sachen durch, die ich aufgeschrieben habe. Also eben der Ablauf. Viele Wege führen nach Rom. Improvisieren ist alles. Ihr müsst schlussendlich einfach das haben. Okay, das habe ich alles gemacht. Ich zeige euch nochmals die Bilder von der Theorie. Theorie ist anders, aber einigermaßen habe ich es geschafft. Okay, was ist das für eine Unterkunft? Es ist ein
Scout Shelter, ein Scout Pit, ein Ghost Shelter, ein Stealth Camp. Könnt das nennen, wie ihr wollt. Es ist eine Unterkunft, wo ihr nicht mehr existiert. Es ist die beste Form von Tarnung. Wann macht man das? Diese Unterkunft ist sehr speziell. Wenn du es gemütlich haben willst, dann machst du das nicht. Das ist wirklich nur eine ganz spezielle Unterkunft für ganz spezielle Sachen. Diese Unterkunft muss jetzt nicht gerade in den Topf Flucht, Unterkunft, Überleben irgendwo im gefährlichen Gebiet oder Militär oder so. Das muss nicht gerade das bedeuten. Okay, wenn du diese Unterkunft baust, dann ist irgendetwas komisch, dann ist irgendetwas nicht gut, weil du musst dich verstecken, du musst dich tarnen. Aber solche Situationen können schnell mal passieren. Was ist, wenn du irgendwo im Ausland reist, in Gebieten, wo der Tourenführer gesagt hat, dieses Gebiet meidet lieber, und dann plötzlich geschieht dem Tourenführer etwas und dann seid ihr irgendwo, wo ihr gar nicht wisst, wo ihr seid, und ihr seht Sachen, wo ihr lieber nicht gesehen habt, und dann ja, bist du plötzlich in einer mega heftigen Situation, und dann ja, kannst du, obwohl du ein Zelt dabei hast, das nicht mehr benutzen, weil es einfach blau ist, und ja, das geht dann wahrscheinlich so schnell, und ja, dann musst du einfach umschalten. Und dann, also ihr müsst die Unterkunft nicht bauen, das habe ich jetzt gemacht. Ihr habt gesehen, wie es geht, und das reicht. Ihr habt die Theorie und ihr wisst, okay, im Notfall ist das die höchste Klasse, und okay, ich weiß die Theorie, wir können es probieren. Und das Gelände, ich denke, hier ist das ziemlich mega schwer. Europäischer Waldboden, Steine, Wurzeln, mega schwer, nass. Aber ich könnte mir vorstellen, in Küstengebieten, wo es Sand hat oder einfach, wo die Erde nicht so hart ist, in wärmeren Ländern, da ist es viel, viel einfacher. Und jetzt haben wir Winter. Null Tarnung hier, alles kahl. Stellt euch mal vor, im Sommer, wenn alles voll grün ist, da kannst du in Ruhe bauen und du bist sowas von unsichtbar. Und die Tarnung ist mega einfach dann, weil du machst einfach alles grün. Mega einfach. Also wenn es du hier bauen kannst, kannst du es überall bauen. Aber eben, diese Unterkunft muss nicht gerade heißen, nur diese Situation. Du kannst plötzlich in eine Situation kommen, wo du dich verstecken musst. Verstecken ist wichtig. Material. Was brauchst du für Material, um das zu bauen? Das Wichtigste ist eine Schaufel und eine Säge. Oder was auch noch gut wäre, du hast ein offizielles Camp, ein Lager, wo ihr seid für mehrere Wochen. Und ihr habt irgendwo einige hundert Meter, habt ihr so etwas. Und wenn irgendetwas ist, dann wisst ihr, okay, ich habe mein Backup-Shelter, mein Notfall-Versteck. Das wäre auch eine Option. Wenn ihr auf diese Unterkunft setzen wollt oder müsst, wenn ihr gezwungen seid, das anzuwenden, was ich natürlich niemals hoffe, aber dann dürft ihr nicht vergessen, dass es nicht nur optische Tarnung gibt, sondern Geruchstarnung und Wärmebild und alles. Und darum muss man alle Fakten beachten. Ich werde nicht alles sagen und werde euch nicht alles zeigen über gewisse Sachen. Das müsst ihr selber herausfinden. Diese Unterkunft ist definitiv ein Langzeitunterkunft. Die ist ab jetzt immer hier. Ja, ich bin hier in der Gegend öfters, und wenn ich dann weggehe, dann kann ich die Sachen alles zerstören. Normalerweise zerstöre ich meine Unterkünfte alle. Und es ist ja auch alles Natur, bis auf die Rettungsdecke und ein, zwei Schnüre. Aber die habe ich schnell mal geholt. Und ja, das Beste ist, halt alles aus Natur zu bauen. Wann würde ich diese Unterkunft für mich auswählen?
Die Unterkunft ist halt speziell gedacht, um so quasi etwas zu beobachten. Also, ich bin in einer Region und habe ein gewisses Ziel oder eine gewisse Ortschaft oder irgendetwas, wo ich jetzt beobachten will. Oder ich will länger in dieser Umgebung sein. Es darf aber keiner mitbekommen, dass ich hier bin. Es darf keiner herausfinden, dass ich überhaupt hier bin. Und das wäre dann mein Favorit. Eine Unterkunft unter dem Boden, hundertprozentig getarnt und versteckt. Eben, wenn du dein Sack richtig packst und alles mitnimmst, dann kannst du ewig da drin sein. Wasser, Nahrung, Hygieneartikel für aufs WC gehen und so. In der Nacht kannst du sicher frei herumlaufen und das auch öffnen und so. Und am Tag bist du wahrscheinlich eh unterwegs. Es ist halt einfach nur für den Notfall. Du kannst ja auch nebendran schlafen, open air, schön gemütlich. Und wenn etwas ist, kannst du schnell rein. Okay, das war die Theorie. Das war mein Video. Ich habe alles gezeigt, alles gemacht, was ich zeigen und sagen wollte. Es gibt aber noch mehr zu wissen über das alles. Aber eben, gewisse Sachen sage ich einfach nicht. Das muss man dann selber herausfinden. Ja, aber mit dem hast du schon ziemlich mega viel. Ich hoffe, du brauchst diese Unterkunft niemals. Vielleicht spaßeshalber. Aber ja, das ist ziemlich eine coole Unterkunft. Es gibt ja den Begriff Stealth Camping. Der das noch nicht kennt, kann das mal eingeben. Stealth Camping. Das ist noch ziemlich cool. Stealth Camping ist eigentlich ein Begriff und der bedeutet eigentlich, du übernachtest irgendwo, ohne dass dich jemand sieht. Und dann gehst du wieder. Logisch solltest du nur dort übernachten, wo du auch darfst und auch das okay ist. Ja, aber eben in gewissen Gebieten darfst du vielleicht schon, aber trotzdem, wenn jemand das sieht, dann tut er vielleicht blöd, weil er gar nicht rauskommt, weil er sich nicht mit der Lage auskennt und so weiter. Aber ja, Menschen, die heutzutage ab dem Weg gehen, sind nicht normal. Das ist heute so. Heute ist der Wald eigentlich tabu für einen Normaler. Ja. Aber eben, ihr müsst einfach euch absichern, alles okay und dann ist das gut. Aber natürlich ist jeder selber für sich verantwortlich. Das, was ich hier alles zeige, das mache ich, das bin ich. Alles, was ihr macht, alles, was ihr sagt, das seid ihr. Ihr seid für euch selber verantwortlich. Okay, das war mein Projekt, das war mein Video. Schlussendlich bin ich zufrieden. Ich habe zwischendurch gedacht, wird das etwas? Aber einfach weitermachen, Schritt für Schritt. Und dann irgendwann mal drehst du dich um, schaust die Unterkunft an und sagst, das wird etwas. Ja, Schritt für Schritt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt alles mitbekommen. Es ist sicher ein langes Video, aber wichtige Themen erfordern lange Videos. Ich mache nur lange Videos, weil ich alles rüberbringen will. Ich will alles zeigen. Ich will alles sagen. Informationen. Wenn ich nur ganz kurze, schnelle Videos bringen würde, dann würdest du vielleicht wissen, wie es aussieht, aber es gibt so viel noch dahinter. Okay, also, ich bin Remo. Tschüss zusammen. Thank you.
Bye.